Mein Name ist Tine Wittler, das ist der Pianoman, Mr. Baker. Und ich habe euch zum Auftakt mitgebracht ein Lied aus meinem aktuellen Chansonprogramm. Lokalrunde Tresenlieder schlückchenweise heißt es. Und es geht um das Leben einer Wirtin, die ich ja nun seit 14 Jahren bin im schönen Hamburg. Und ich sage euch eins, das Leben einer Wirtin ist nicht unbedingt ein glamouröses. Und wie genau das aussieht, das hört ihr jetzt. Das Bier ist aus, der Müll muss raus, Limetten riechen, Fliegen siechen, Nachbarn stänkern, Zoff mit Bänkern, GEMA-pflichtig, aber richtig, Sitz zerschlissen, Klo beschissen, das Licht ist aus, kein Strom im Haus, Musik zu leise, abschnittweise, die Kasse spinnt. Die Zeit verrinnt. Kellner kommt nicht, keine Dienstpflicht, das Ordnungsamt schimpft insgesamt. Steuersachen auch noch machen, Band versorgen, Kleingeld borgen. Kühlanlage hat ne Frage, Cocktails mixen, Hand aufschlitzen, Eisbereiter macht nicht weiter, Kaffeekanne hat ne Panne, Pfand vergüten, Flöhe hüten, Rauchautomat ist auch malat, Stammgast Nicole ist schon jetzt voll, kotzt sich leider auf die Kleider. Um 5 Uhr früh ein End der Mühe, der letzte raus und aus die Maus. Doch kein Trara, bald geht es ja wie üblich heiter wieder weiter. Wittler und Craig Baker. Herzlichen Dank. Einen wunderschönen guten Abend, Tine. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend, Greg. Herzlichen Dank. Wir haben es gehört, es gibt wohl auch Schwierigkeiten, wenn man Unternehmerin ist und eben eine Bar hat. Aber es gibt auch so wunderschöne Themen, und zwar hast du Schnäpse kreiert. Es gibt einen, der heißt Prinzessin, ja. Pelvis und Horst. Ja. Schau mal, den haben wir zufällig hier. Da freut sich einer. Und dieser Horst hat es ja in sich, ne? Was ist denn da alles drin? Naja, das genaue Rezept verraten wir natürlich nicht. Horst hat eine Vorgeschichte. Die ersten beiden Romane, die ich damals schrieb, hießen Die Prinzessin und der Horst und Horst Go Home. Der Horst an sich ist eigentlich ein bindungsgestörter Mistkerl. Ja, ich behaupte immer, jede Frau über 30 hatte schon einmal einen Horst. Und dieser Schnaps ist sozusagen, damit kann man das Horsttum ganz gut kurieren. Wir haben schon erwachsene Männer davon weinen sehen. Ich war übrigens einer davon. In unseren Clips auf talk.de kann man das sehen, wie ich mir diesen Horst reinzwieble und das Wasser ganz untermachen. Ich reichte den mal. Und zwar würde ich sagen, rufen wir doch da einfach mal unseren echten Horst nach vorne. Oh, Horst, kommst komm du doch bitte mal nach vorne. Wir hatten noch nie Horst hier vorne.
darf ich dir mit viel Liebe und Zuneigung diese Flasche Horst überreichen, aber nicht alles auf einmal austrinken. Oh, ich bin wirklich sehr gerührt. Ist das so, Horst? Fühlst du dich gut gerührt? Ja, sieht ganz gut aus. Probieren wird gerufen. Publikum, probieren. Würde ich mal sagen, trinken wir alle einen zusammen. Aber ich nicht. Ich habe den letzten Horst vor 8 Jahren getrunken. Ich ertrage ihn nicht mehr. Ich bin raus. Rine ist raus. Ich bin auch raus. Astrid ist auch raus. Ich glaube, es hat. Den machen wir aber klar, oder? Horst ist mein zweiter Vorname. Entschuldige mal, erst bin ich dran. Erst bin ich dran. Ah, wunderbar. Da kommt gleich. Ja, den würde ich ehrlich gesagt nicht abbeißen. Schütt mal was ein, eine kleine Runde. Genau, wunderbar. So, jetzt hier einmal Stöpsel zurück. Das machst du wahnsinnig gut. Und ich sage, noch gar nichts. Ich sage 3, 2, 1, schluck es zum Rollen. So, herzlichen Glückwunsch von Tines und meiner Seite, würde ich sagen. Ne? Und gucken, wie geht's dir? Die Reaktion? Könnte ich jeden Morgen trinken. Ich sag dazu nichts. Der brennt zweimal, ne? Der brennt zweimal. Tine, wir schlagen uns mal zur Bahn durch, durchs Cocoon. Es ist brechend voll, aber wir probieren das einfach. Gut, du hast gesagt, Menschen haben schon geweint nach diesem Schnaps. Ist das wirklich wahr? Ja, ja. Auf der anderen Seite haben wir auch Stammgäste, die kommen extra aus Kiel immer in die Parallelwelt, um ihn zu trinken. Also es gibt Freunde und Feinde, ne? Kann man den nicht bestellen im Internet oder so? Wir arbeiten daran, wir arbeiten daran. Dann können die ja kistenweise den bestellen. Oh, jetzt haben wir hier so einen schönen Tresenplatz. Tine, was trinkst du denn? Gin Tonic, bitte. Alles klar, lieber Christian, ein Gin Tonic und ein Cuba Libre. Das ist jetzt eine Überraschung. Tine, vor deiner CD, die ist jetzt raus, war das Buch da. Und zwar Tresenlyrik, schlückchenweise. Wann hast du denn Situationen, in denen du schreibst? Tatsächlich sehr oft nachts am Tresen. Also normalerweise schreibe ich ja sehr lange Texte, sprich ganze Bücher. Und ich bin vor 2,5 Jahren auf die wahnwitzige Idee gekommen, mit meiner kleinen Bar umzuziehen und sie aus- und aufzubauen zu einem kleinen Kulturzentrum. Und ich möchte jetzt keine Sprüche hören von wegen, du kennst dich doch damit aus. Es war die schlimmste Baustelle meines Lebens. Wir leiden immer noch. Und in der Zeit bin ich schlichtweg nicht dazu gekommen, ein ganzes Buch zu schreiben. Aber die Chansontexte sind entstanden. Und dann habe ich irgendwann den Pianoman getroffen, den Greg Baker, der bei uns im Kulturzentrum öfter auftritt mit anderen Programmen. Und habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, diese Chansontexte zu wirklich Chansons weiter zu verarbeiten. Und er hatte. Und daraus ist jetzt das Programm geworden und das Album. Da werdet ihr auch in diesem Jahr, im 2017, mit auf Tournee gehen. Und ich nenne noch mal ein paar Titel, weil ich die sehr schön finde. Gerüchteküche, Alkoholallergie, Hausverbot, Schmarotzer-Tango und natürlich das Lied für Horst. Wo siedelst du dich denn als Sängerin an? Ach, also ich erzähle Geschichten auf der Bühne und ich bin sehr dankbar und froh, dass die Inspiration für diese Geschichten mir eigentlich direkt an meinen Tresen geliefert wird. Das ist ja eigentlich toll. Man braucht nur mit offenen Augen dahinter stehen oder davor sitzen und schon hat man die schönsten Anekdoten, die man weiterverarbeiten kann. Wo du eben sagtest, Hausverbot, also bei uns ist es mittlerweile tatsächlich so, wenn jemand sich wirklich mal nicht benimmt und das Hausverbot muss erteilt werden, ne, das letzte Mittel der Wirtin, um ihren Kasten sauber zu halten, dann wird das Hausverbot mittlerweile bei uns gesungen und alle Stammgäste singen mit. Und das klingt danach, als hättet ihr es schon öfter mal ausbrechen müssen. Ja, also so 2-3 Mal innerhalb der letzten Monate kam das durchaus schon vor, ja, ja. Weißt du was, da sind wir jetzt schön reingeglitten in das nächste Thema, denn du hast es vorhin schon gesagt, seit 14 Jahren hast du die Bar, die Parallelwelt, die war zuerst in Ottensen und jetzt ist sie in Altona Nord. Altona Nord, korrigiert. Jetzt in Eimsbüttel. Was kannst du denn an Gästen so gar nicht leiden? Naja, also wir hatten ja eben das Thema Horst, ne? Und also wenn bei uns jemand reinkommt, der denkt, er ist Don Geilo, ne? Ich bin hier der coolste Hengst unter der Sonne. Und der kommt dann auch so rein und dann sorgt er dafür, dass man seine Uhr richtig schön sieht. Und dann schiebt er den Ärmel so hoch und dann meinte so,
gibt so die erste Bestellung auf. Dann weiß Mutti schon, alles klar. Bei dir an der falschen Adresse möglicherweise. Das testen wir jetzt mal an und dann gehe ich da hin und sage, Mensch, hör mal, du bist so ein netter Typ, auf dich haben wir gewartet, Mutti gibt dir jetzt erstmal einen aus und dann kriegt er einen Horst und dann haben wir wieder eine Stunde Ruhe. Und wahrscheinlich kommt er dann runter, ne? Und sag mal, vermutlich erfährst du am Tresen auch Geschichten, die sonst niemand erfährt. Was war so die krasseste Geschichte, die dir mal ein möglicherweise betrunkener Gast erzählt hat? Oh, da gibt es viele von Leuten, die behaupten, sie wären bei der GSG 9 gewesen und was haben wir noch? Also das sind oftmals Typen, da weißt du wirklich überhaupt nicht mehr irgendwann, ob das, was sie dir jetzt gerade erzählen, der Wahrheit entspricht oder ob sie dir einfach nur einen Riesenbären aufbinden. Das zu versuchen rauszufinden, ist manchmal ganz spannend, aber ich muss dazu sagen, die größte Tugend einer guten Wirtin ist immer die Diskretion. Das heißt, was bei uns am Marmornen Tresen passiert, das bleibt auch dort. Und das ist ganz wichtig, damit man sich eben dann wirklich entspannt. Man soll den Abend ja genießen. Ja, das merken wir uns alle, die wir das nächste Mal zum Marmornen Tresen zu Gast sein werden. Wenn du Barfrau bist, was ich mich immer frage, wie schafft man es, nicht Alkoholiker zu werden? Du musst doch bestimmt mit Gästen auch trinken. Ja, also ich hatte früher in der alten Parallelwelt tatsächlich der alte Trick, zu den Zeiten, als ich noch Horst getrunken habe, eine Wodkaflasche hinterm Tresen, wo Wasser drin war. Und wenn ich eingeladen habe, dann habe ich aus der Wasserflasche gekriegt und die Gäste haben den echten Schnaps gekriegt. Dann gab es eine Phase, da habe ich die Schnäpse immer in eine Topfpflanze gekippt und dabei hat mich dann irgendwann ein anderer Stammgast erwischt. Also der Trick klappt nicht mehr. Seitdem, wenn der im Laden ist, bleibt er immer neben mir stehen und taucht auch vorher den Finger rein, um zu gucken, ob da wirklich Alkohol drin ist. Aber es ist tatsächlich richtig, man muss aufpassen und schon meine Oma hat gesagt, Schnaps ist Schnaps und Dienst ist Dienst, ne? Und wer feiert, der kann auch arbeiten und genau diese Disziplin braucht man und man kann auch nicht einen Zettel in die Tür hängen und sagen, heute geschlossen wegen gestern, ne? Das ist einfach nicht, sondern du musst dann auch wirklich da durch und da muss man sich einfach disziplinieren und muss wissen, wann ist es an der Zeit und wann nicht. Ich werde das nächste Mal darauf achten, ob Topfpflanzen um eine Bar herumstehen. Tine, du bist nicht nur Unternehmerin, Barfrau, Sängerin, Lyrikschreiberin, Schriftstellerin, du bist auch Produzentin und Moderatorin und Journalistin. Natürlich bist du uns allen bekannt aus Einsatz in vier Wänden. Und du gibst auch Wohnseminare, die du Woninare nennst. Also das Thema ist definitiv dein Thema. Deshalb mal, sag uns mal in kurz und knackig, was ist so ein Universaltipp, mit dem wir alle es uns schöner machen können zu Hause? Aufräumen. Cool, alles klar. Habt ihr das alle gehört? Alle aufräumen und ihr habt es alle schöner. Also es ist doch total simpel und das predige ich auch in meinen Woninaren immer wieder. Wenn wir alle zu Hause, allem was wir haben, einen festen Platz zuordnen und es nach Gebrauch wieder dorthin zurück tun, dann werden wir in unserem Leben nie wieder aufräumen müssen und wir werden auch nie wieder suchen. Es ist tatsächlich so simpel. Das Problem ist nur, dass die meisten von uns sich nicht die Zeit nehmen, allem im Haushalt mal einen festen Platz zuzuweisen. Und das scheitert oft auch am fehlenden Stauraum. Ja, deshalb kenne ich. Ja. Deshalb gibt es in den Seminaren zum Beispiel auch ganz viele Tipps, wie man Stauraum richtig nutzen kann, weil das machen wir auch oft tatsächlich falsch. Weißt du, was ich noch spannend finde? Man sagt, die Wohnung sei Spiegel der Seele. Kannst du, wenn du in eine Wohnung kommst, auf den Charakter des Bewohners schließen? Nein, das kann ich nicht. Ich kann höchstens, und das kann aber, glaube ich, jeder, der einigermaßen menschliche Intuition hat, ich kann höchstens darauf schließen, was dieser Mensch vielleicht für Leidenschaften hat oder wie er sich generell wohlfühlt. Darüber Charakterstudien zu betreiben, ist nicht meine Aufgabe und mache ich auch nicht. Aber ich weiß ganz genau, meine Wohnung ist tatsächlich ein Spiegel meines gegenwärtigen Zustandes. Also wenn zu Hause Chaos ist, bedeutet es auch, der Rest des Lebens ist gerade stressig. Also auf mich trifft das zu, vielleicht nicht auf jeden. Manche fühlen sich ja auch im Chaos ganz wohl, aber dazu gehöre ich nicht. Also wenn zu Hause alles tippitoppi ist, dann habe ich das Gefühl, mein Leben habe ich im Griff. Und wenn zu Hause sich die Schmutzwäsche türmt und ich nicht mehr dazu komme, die Dinge an ihren Platz zurückzuräumen, dann weiß ich, ich habe gerade Stress.
Okay, alles klar. Oder Applaus auf der einen Seite. Oder wie Karl Lagerfeld sagt, wer eine Jogginghose draußen trägt, hat sein Leben auch nicht im Griff. Also vielleicht ist Ordnung gar nicht schlecht. Ich möchte unbedingt noch etwas ansprechen, weil mich das so beeindruckt. Du bist ja auch Produzentin und hast, auch wenn es ein ernsteres Thema ist, einen Dokumentarfilm gemacht, der mit dem Prädikat wertvoll von der Filmbewertungsstelle ausgezeichnet wurde. Und zwar, wer schön sein will, muss reisen. Du bist nach Mauretanien gereist, wo entgegen hier Deutschland das Bild herrscht, je beleibter eine Frau, desto besser. Wie hast du diese Reise erlebt? Weil sie ist ja wirklich beeindruckend für dich gewesen. Oh, das jetzt in wenigen Worten zusammenfassen zu wollen, wird mir nicht gelingen. Ich kann höchstens sagen, was meine Intention war bei diesem Projekt. Also, was mich sehr umtreibt, ist die Frage nach Perspektivwechsel, nach dem Dazulernen und danach meine eigene Welt einordnen zu können. Und das kann ich oft nur, indem ich meine eigene kleine Welt verlasse und einen neuen Winkel finde, um auf sie zurückzuschauen sozusagen und dadurch Dinge zu lernen. Und genau so war es bei diesem Projekt auch. Ich habe mich einfach für die Frage interessiert, wie entstehen Schönheitsideale, wie werden sie implementiert, wie werden sie auch genutzt, um Frauen klein zu halten, um sie im wahrsten Sinne des Wortes abzulenken von der inneren Kraft, die sie haben. Und darum ging es bei diesem Projekt. Und Mauretanien ist ein Land, das sehr arm ist. Das heißt, dort gelten runde Formen als begehrenswert, als gesund, als schön, als wohlhabend. Wir hier leben im Überfluss und können uns nichts Schöneres vorstellen, als uns möglichst dünne zu machen, ebenfalls im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch sieht man schon, dass man sowas eben immer in einen Kontext einordnen muss. Und das versucht dieser Film. Und ein Buch hast du darüber auch geschrieben. Und daraus entstanden ist, dass du dich für die Rebels engagiert. Das ist eine sogenannte Body Acceptance Gruppe, die eben auch mit Mädchen und Frauen oder versucht, ihnen das Selbstwertgefühl zu geben. Hast du einen Eindruck, dass sich was in unserer Gesellschaft tut und positiv verändert? Das in den Medien, in der Gesellschaft? Also ich war mit diesem Thema damals sehr früh dran. Ich würde mittlerweile rückblickend sogar sagen, zu früh. Ich habe 2011 angefangen, mich für dieses Thema zu engagieren und die Rebels zu gründen. Mittlerweile gibt es viele Body Acceptance Bewegungen auch in Deutschland, die gute Arbeit leisten, die schon viel bewegen konnten. Was man aber immer noch spürt tatsächlich, ist eine gewisse Doppelzüngigkeit, eine gewisse Doppelmoral in der Art und Weise, wie Medien zum Beispiel damit umgehen. Das typische Beispiel Frauenzeitschriften, die den Ast absägen, auf dem sie sitzen, wenn sie einmal wirklich versuchen, sich ehrlich damit auseinanderzusetzen. Und die Rebels ist eine Bewegung, die ich gegründet habe, wo wir uns eben zum Beispiel auf Manipulationen aufmerksam machen und sagen, guck dir das mal an, da wird dir das erzählt und da wird dir das erzählt. Und ich glaube, es ist die Erkenntnis ganz wichtig, dass wenn jemand versucht, uns einen angeblichen Makel einzureden, dass dies geschieht, damit man damit Geld verdient und nichts anderes. Und diese Erkenntnis versuchen wir eben auch nach draußen zu tragen, damit insbesondere Frauen eine freiere Entscheidung treffen können, ob sie das mitmachen wollen oder nicht. Ja, das ist doch mal ein Applaus wert. Vielen Dank, Tine Winter. Großartig. Jetzt möchte ich aber unbedingt noch wissen, was das nächste Buch wird. Denn du hast vorhin schon gesagt, über die Horstens hast du geschrieben. Übrigens, daher stammt auch der Begriff Vollhorst. Hey, von Tine Wittler, das ist ein Vollhorst. Sag mir, wann wird der nächste Roman erscheinen? Eigentlich schreibst du so alle 2 Jahre. Und was kommt drin vor? Naja, also, ich sehe mich immer noch nicht in der Lage, wieder ein ganzes Buch zu schreiben, weil ich immer noch mit voller Kraft daran arbeite, die kleine Parallelwelt als Kulturzentrum zu etablieren. Deshalb gerne auch die Bitte an alle Hamburger, wenn ihr gerne mal junge Künstler sehen wollt, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt in der Förderung junger Künstler abseits der ausgetretenen Kulturpfade, dann seid ihr bei uns richtig. Die Idee ist, dieses Engagement für junge Künstler zu refinanzieren durch den Verkauf von Speisen und Getränken. Das heißt, man kann es sich bei uns auch gut gehen lassen. Und ich habe jetzt gerade die bildende Kunst für mich entdeckt. Also zur Parallelwelt gehört auch eine kleine Galerie. Und ich fange jetzt gerade an meiner ersten Werksreihe in der bildenden Kunst zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, ich werde in absehbarer Zeit nicht schreiben, sondern anders kreativ sein. Alles klar, dann müssen wir in die Parallelwelt kommen, wollen das auch und gucken uns das an. Und trotzdem gehen wir irgendwie in die Buchhandlung, oder, Tine? Und bis dahin sagen Tine und ich erstmal bis in Kürze. Wir sprechen uns noch und geben ab zur Bühne. Dazu gibt es Musik, das Horse with No Name Orchestra. Yay! Yeah.
im Radio oder im TV. Sie ist die First Lady bei unseren Kolleginnen und Kollegen des Norddeutschen Rundfunks, weil sie immer herzlich ist, immer gut gelaunt und dabei auch noch sexy aussieht. Herzlich willkommen bei Talk und Bettina, Tietje! Dankeschön. Danke, danke. So ist es. Apropos sexy. Ich weiß nicht so richtig, wie ich mich hier drapieren sollte. Ist ein bisschen klein für mich, der Schuh. Ich finde das Wort drapieren in dieser also es sieht sexy aus, für mich auf jeden Fall. Ja, aber meine Beine, eigentlich bin ich ja andere Sitze gewohnt. Eigentlich muss man die Beine noch viel mehr in Szene setzen. Das geht hier leider nicht. Bitte um Entschuldigung. Das kommt dann, wenn wir beim NDR sind zum Beispiel. Da können wir dann auch hohe Sitze machen oder irgendwie so. Ja, du kommst gerade dankenswerterweise direkt vom Studio, weil du live wie immer das oder nicht wie immer, aber doch ganz oft das immer, moderierst. Immer live, immer. Ja, das ist immer, aber natürlich mit zwei Kollegen zusammen. Ach so, nein, ich meine aber immer live. Immer live. Rotes Sofa, du bist so viele Live-Sachen gewöhnt. Hast du denn eigentlich überhaupt noch nervöse Momente? Also ehrlich gesagt wenige. Also das, ich liebe das ja, dass es live ist und dass was passiert und so, dass ich mit Leuten reden kann und wenn das Rotlicht angeht. Also ich, das mag ich. Wahrscheinlich steigt mein Adrenalinpegel, aber es ist nicht so, dass ich jetzt Lampenfieber habe oder aufgeregt bin. Also das ist, das passiert nur noch sehr selten, muss ich sagen. Und was ist mit Persönlichkeiten, die du da auf dem roten Sofa sitzen hast? Die sind ja meist sehr prominent, manchmal dann weniger. Gibt es da noch Leute, wo du sagst, wenn der kommt, da setze ich mich aber nochmal ganz... Nochmal eleganter hin. Nochmal, ja, nochmal. Noch sexier hin. Noch sexier hin. Nee, also ja, heute zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Also heute war Wolfgang Petersen da. Ja. Wolfgang Petersen ist ja nun wirklich ein weltbekannter, wahnsinnig erfolgreicher Regisseur, hat zig Hollywood-Blockbuster gedreht. Und da war ich schon so ein bisschen, habe ich schon gedacht, Mensch, Wolfgang Petersen, da habe ich echt Respekt. Und ich war dem vor ewigen Zeiten mal begegnet, aber das ist ganz, ganz lange her, also bestimmt 15 Jahre. Und er war so, also er hat ja jetzt einen deutschen Film gemacht, also mit deutschen Schauspielern, Top-Riege der deutschen Schauspieler, 4 gegen die Bank. Ich habe mich totgelacht, habt ihr schon gesehen. Und ich war so ein bisschen so, mal gucken, wie er ist. Und er war entzückend. Also das passiert mir immer wieder. Je erfolgreicher die Menschen sind, die Gäste, je weiter sie es gebracht haben, desto entspannter und desto selbstverständlicher und uneingebildeter sind sie. Also, du wirst es kaum glauben, aber wir von Talkdot empfinden das genauso. Ist so. Ja, das ist ja super. Ist so. Aber das ist wirklich. Und er hat hier Wolfgang Petersen hat es heute auch nochmal gesagt. Er hat gesagt, ob das Harrison Ford ist oder Brad Pitt oder Dustin Hoffman und mit wem er alles gedreht hat, George Clooney. Er hat gesagt, da wo die sind, da hat man das nicht mehr nötig, so eine Show abzuziehen. Ne? Da ist man einfach freundlich und nett miteinander. Du hast das ja auch nicht nötig, deswegen bist du so beliebt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Wir springen einmal ganz kurz in deine Vergangenheit, denn ich glaube, weil du schon so lange auch das Gesicht des Norddeutschen Rundfunks bist, wissen viele gar nicht, dass du eigentlich aus Wuppertal kommst, in Nordrhein-Westfalen. Ja. Ja, leider. Leider. Nein, leider wissen das viele nicht. Ja, es sind die Pausen. Es sind die Pausen. Du bist da aufgewachsen in einer wunderbaren Familie. Vater war Architekt, Mama war für euch zu Hause. Du hattest insgesamt 2 Geschwister. Ja, ich habe 2 Schwestern. Ich hatte mal 3 Schwestern. Meine kleinste Schwester ist leider sehr jung gestorben. Also die war. Da warst du gerade 7, ne? Oder? Da war ich 7, genau. Ja. Die war 5 Jahre jünger als ich und ist mit 2 Jahren gestorben. Es war sehr schade. Das habe ich natürlich nur noch nicht so konkret in Erinnerung, aber. Also ich hatte, wie gesagt, ich hatte mal 3 Schwestern, ich habe aber noch 2 ganz tolle Schwestern. Und wie kam eigentlich, als das passiert ist, als deine Schwester dann von euch gegangen ist, wieder der Humor ins Haus? Weil du bist ja nun wirklich auf jeden Fall so humorvoll, schon seitdem man dich kennt. Wie kam das, der Humor zurück in das Haus, Tietjen? Beziehungsweise Schniewind. Ich bin geborene Schniewind. Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also meine Mutter war ein sehr, sehr fröhlicher, sehr positiver Mensch, immer. Die hat eine Menge auch nicht schöne Dinge erlebt in ihrem Leben, auch vorher schon, vor dem Tod des Kindes. Und sie war aber trotzdem immer hatte eine ansteckende Fröhlichkeit und eine große Lebensfreude. Und das hat sie an uns alle übertragen. Und ich glaube, ich habe das so ein bisschen geerbt. Also sie wurde natürlich auch
auch geweint. Also ich meine, es wurden schon Gefühle zugelassen. Das ist meine Haupterinnerung an den Tod meiner kleinen Schwester, ist, dass jahrelang, wenn der Name fiel, immer meine Mutter immer weinen musste. Aber trotzdem waren wir eine fröhliche Familie und ein fröhliches Haus und wir wurden immer, weiß nicht, also es liegt ja beides dicht beieinander. Das ist im Leben ja nun mal so. Da hätte man ja fast Schauspielerin werden können, ne? Mit so viel Gefühlen und so weiter. Gefühle erleben, darstellen oder überhaupt ja mitbekommen in der Familie. Kann das sein, dass du mal Schauspielerin werden wolltest? Eher Sängerin. Ja, eher Sängerin. Also ich fand das schon immer toll. Ich fand das, also Schauspiel hat mich immer fasziniert, so die Bühnenwelt. Aber ich habe also relativ schnell gemerkt, dass ich das schon in der Theater-AG habe ich das gemerkt, dass ich dieses Talent nicht habe. Also Rollenspielen kann ich nicht. Ich kann auch nicht Gefühle darstellen. Ich kann nur so sein, wie ich bin. Also ich kann nichts spielen. Das kann ich. Ich habe es jetzt nicht mal versucht. Habe Kerkeling hat mich ja in seinem Film da, wie hieß er noch? Horst Schlemmer, ich kandidiere. Ich kandidiere, ne, da habe ich ja mitgemacht. Ich habe beim Großstadtrevier mitgemacht, immer mal wieder. Aber ich kann es einfach nicht. Ich kann einfach nicht schauspielern. Aber sie kann wunderbar sein, oder? Genau. So, dann hast du Germanistik, Romanistik, Kunstgeschichte in Münster studiert, auch unter anderem in Paris, warst zwischendurch auch noch in New York, bist dann nach Hamburg gekommen. Und was, glaube ich, wenige wissen, ist, dass dass du einen Uronkel hattest, der mal Bürgermeister der Hansestadt Hamburg war. Ja. Johann Heinrich Borchardt nämlich. Borchardt. Der Borchardt Kai, Borchardt Platz, Borchardt Straße. Ab der Borchardt, ja. Genau, daher das liegt an dem Wuppertalischen Dreh. Ja, der. Das heißt, du hast tatsächlich bürgermeisterliche Verwandtschaft. Ja, also das war der Bruder meiner Urgroßmutter. Der war hier nicht sehr lange, aber er gehört zur Riege der Hamburger Bürgermeister. Das weiß ich natürlich, weil man in meiner Familie immer sehr stolz darauf war. Und mein Vater, der auch also relativ hemmungslos war, was solche Dinge anging, der ist mal tatsächlich, als er mich besucht hat, hier ins Rathaus rein spaziert, an den Wachen vorbei. Und die haben gesagt, hallo, wo wollen Sie denn hin? Ich will in den, oder wie heißt der, so Goldener Saal, wo die ganzen Porträts hängen? Ja, also Kaisersaal. Ja, Kaisersaal, genau. Wo die ganzen Porträts von den Bürgermeistern hängen. Ich möchte in den Kaisersaal. Da können Sie nicht rein. Warum denn nicht? Ein Vorfahr von mir, es war Hamburger Bürgermeister. Ich habe das Recht dazu. Wir haben ihn aber natürlich nicht reingelassen. Also insofern, also. Aber ihr habt sie nicht reingelassen. Aber ich weiß, also ich habe natürlich die Porträts gesehen und habe das auch nachgelesen, wurde immer sehr stolz in unserer Familie erzählt. Und natürlich, immer wenn ich am Burchardt-Kai und so weiter, Burchardt-Platz vorbeikomme, dann muss ich daran denken. Ne? Ist ja, also ein Teil von mir ist jedenfalls Hamburg schon immer gewesen. Und seit 1993, und das ist eine lange Zeit, bist du das Gesicht von Das. Das ist eben die Sendung mit dem roten Sofa. Eins von den Gesichtern. Eins von den Gesichtern. Hinak Baumgarten ist noch eins. Und Inka Schneider. Inka Schneider. Ihr teilt euch das wunderbar auf. Es gibt, siehst du eigentlich die Sendungen der anderen mal, wenn die Schicht haben? Guckst du da mal rein? Ganz ehrlich? Sehr selten. Guckst du dich denn selber an eigentlich? Nee, ich gucke immer nur, das kann man ja jetzt durch die Mediathek, kann man natürlich super mal ganz kurz gucken, wie war das Licht, wie waren die Haare, wie habe ich ausgesehen. Das ist das Einzige, was mich, ach so, und habe ich dick ausgesehen, das ist auch wichtig. Ja, dann schau doch mal rein bei www.talk.de. Wunderbar. Ich gucke dann immer, wenn die Kamera so schön um einen rumfährt, man ist ja immer sitzend von der Seite zu sehen. Das ist die allerschlimmste Position überhaupt im Fernsehen. Ja. Sitzen, aber hier ist jetzt, Gott sei Dank, ist ja hier so eine Sichtsperre. Aber sonst sieht man, dicker kann man nicht mehr aussehen als dick sitzend von der Seite. Und dann gucke ich immer, wenn die Kamera so ganz langsam um mich rumfährt, wie viel Speckrollen sich wieder abgezeichnet haben. Also das nur unter uns. Aber nein, inhaltlich, nein, das möchte ich nicht. Also ich gucke ungern Gespräche, die ich live geführt habe, dann nochmal nach, weil das bringt ja nichts. Mir geht's genauso. Ist so. Das rote Sofa, meine Mutter hat gesagt, jetzt werden die Tietchen schon bei dir zu Gast in Hamburg, die wohnen ja alle in Bayern bei mir unten. In Bayern? Ich komme aus Bayern. Die können da jetzt nicht so schnell hochfahren zum Talk dort immer. Hört man gar nicht, dass du danke, aus Bayern. Danke. Ich sag's in meiner Sprache. Ja, wie sieht denn das aus? Die meinte, Mensch, wenn die Tietchen jetzt kommt, die möchte mich natürlich und Astrid gegebenenfalls auch mal am roten Sofa sehen. Soll ich? Also ich würde mal sagen, wir besprechen das. Pass auf. Nein, also da kann ich natürlich was zu sagen. Ich habe das leider nicht zu entscheiden. Wir sind ja eine sehr demokratische Redaktion und wir haben, das kann ich euch genau erklären, wir haben einmal die Woche eine sogenannte Gästesitzung. Da sitzen dann sämtliche Redakteure in einer großen Runde und jeder darf Vorschläge machen, wer auf dieses rote Sofa eingeladen werden soll. Und da wird ganz demokratisch abgestimmt. Die Mehrheit entscheidet. So sieht's aus und ich habe das gute Gefühl, Mama, dass wir uns bald irgendwie
nochmal zusätzlich sehen werden. Bettina, erstmal herzlichen Dank. Soweit, wir geben nochmal ab an Astrid. Bettina Tietje. Gemacht hast. Ich habe diesen Mann hier klar gemacht. Neben mir steht Künstlermanager und PR-Manager Lars Meyer. Einen schönen guten Abend, Lars. Ja, guten Abend. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, denn wir werfen heute ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen. Und zwar, ja, du managst Künstler, sowohl aus den Medien, Moderatoren, wie zum Beispiel Alexander Bommes oder auch Schauspieler. Und wir haben uns mal ein paar Fragen gestellt. Wie läuft das so ungefähr ab? Jemand ist dein Klient geworden und kann einfach nur und legt einfach nur sein Leben in deine Hände und du organisierst alles? Naja, so ganz ist es nicht. Ne? Aber ich versuche, bestimmte Sachen zu beschleunigen und bestimmte Sachen zu verlangsamen. Also zu beschleunigen natürlich irgendwie die Karriere und zu verlangsamen den Karriereabfall. Das ist sehr komplex und da müsste man einen ganzen Abend drüber sprechen und am liebsten spreche ich darüber natürlich nicht, weil vieles natürlich auch ein bisschen so ein Branchengeheimnis ist. Aber im Grunde geht es darum, die Leute in der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen, weil das erhöht den Marktwert, um das mal so ein schlimmes Wort zu sagen, und auf der anderen Seite natürlich mit sehr viel Ruhe und Bedacht eine Karriere zu unterstützen. Also das machen ja nicht wir, sondern das kommt in erster Linie natürlich von den Schauspielern oder von den Moderatoren. Also wo nichts ist, kann ich auch nichts hinzaubern. Ja, das ist wahrscheinlich so. Wenn wir jetzt mal rausgreifen, Tobias Schlegel, von Viva zu Aspekte, da muss irgendwie ja auch eine Strategie hinterstehen. Das ist so, tatsächlich. Ja, also wir haben uns irgendwann tatsächlich kennengelernt, da war Tobi schon 2 Jahre bei Viva. Und dann haben wir uns irgendwann auch festgestellt, dass man Viva nicht mit 40 machen kann. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was macht man denn mit 40? Und dann haben wir uns einfach das in Einzelschritten überlegt und haben die versucht abzuarbeiten. Und dann gibt es natürlich nebenbei immer wieder auch Möglichkeiten und Ereignisse. Also Tobi interessiert sich nur schwerlich für Fußball beispielsweise, ist in Köln aufgewachsen. Also da ist Fußball eher Randerscheinung. Nichtsdestotrotz hat er es geschafft, eine ganz, ganz tolle Interviewserie in der Sportbild zu machen, 2005, 2006, die relativ legendär ist. Unter anderem hat er dort tatsächlich Lukas Podolski interviewt und dieses Interview war sehr, sehr kultig und ruhmreich. Karl-Heinz Rummenigge hat mal erzählt, dass dieses Interview sehr lange in der Mannschaftskabine vom FC Bayern hing, weil es halt sehr, sehr lustig war und weil Tobi Lukas Podolski sehr viele Intimitäten entlockt hat. Also, aber das war zum Beispiel etwas, das haben wir nicht 6 Jahre vorher geplant, sondern wir hatten die Idee und dann sind wir auf die Sportbild zugegangen und dann hat es funktioniert. Jetzt ist ein Platz frei geworden. Tobi Schlegel wird Rettungssanitäter. Und auf talk.de seht ihr übrigens, wie Peter und ich uns bei Lars Meyer beworben haben. Lars, wir arbeiten zum Teil natürlich auch mit Agenturen zusammen, um Gäste anzufragen. Hast du auch schon mal so Anfragen bekommen wie, ach, kann nicht Alexander Bommes mal das Jubiläum unseres Sportvereins moderieren oder ähnliches? Was erlebst du da? Heute. Tatsächlich. Genau das? Genau das. Ist ein Scherz. Ja, das kommt natürlich sehr häufig vor, weil die Leute manchmal halt auch gar keinen Überblick haben über die Arbeitswirklichkeit. Ne? So dass der dann möglicherweise ähnlich wie Bettina 150 Tage im Jahr im Fernsehen auch stattfindet, dann kann er eben halt nicht nach Holzminden, Göttingen oder sonst wo fahren, um dort einen Sportplatz einzuweihen oder wie auch immer. Ich komme ja selber aus der Provinz und ich weiß, wie sehr der Drang ist, natürlich solche Leute da mal hinzuholen, aber das ist halt faktisch unmöglich. Und deswegen müssen wir einfach die meisten sehr, sehr wohlgemeinten Sachen absagen. Gab es auch mal Skurriles? Weiß ich nicht. Aber immer häufiger wird tatsächlich diese Anfrage, meine Mutter wird 50, meine Freunde heiraten, könnt ihr mal ein Video machen? Und wenn wir selbst das alles beantworten würden in der Summe der Klienten, die wir haben, dann wäre ich eigentlich immer freitags wahrscheinlich den ganzen Tag nur mit Videodrehen zugange. Stattdessen machst du ganz andere Sachen. Ich hab was ausgegraben. Und zwar ist das möglicherweise, es ist möglicherweise die letzte bestehende Flasche vom Meierlikör. Hältst du die bitte mal? Ja. Und zwar ist das ja auf Basis von Eierlikör. Das hast du gemacht zu deinem Jubiläum, zu 25 Jahre Selbstständigkeit und 20 Jahre Hamburg. Meierlikör, Basis Eierlikör und da ist noch mehr drin. Erzähl mal ganz kurz.
Also das sieht jetzt sehr eitel aus, dass da mein Gesicht drauf ist. Ich muss dazu sagen, das ist wirklich für Freunde. Ich weiß nicht, wo du sie her hast. Verrate ich nicht. Ich muss sie zurückgeben. Ja, also das ist für Freunde entstanden. Die Idee ganz einfach ist, ich wollte einfach vielen Weggefährten Danke sagen. Wir haben 200 Flaschen davon hergestellt und ich habe den Leuten, die so in 25 Jahren mich irgendwie inspiriert haben, geprägt haben, manchmal aber auch geärgert haben, denen habe ich einfach so eine Pulle geschickt. Und die Idee war natürlich eine Schnapsidee, ganz klar, doppelt und dreifach eine Schnapsidee. Ich bin gar kein Eierlikör-Trinker, aber ich fand dieses Wort Meierlikör so lustig. Wofür steht das N? Ehrlicherweise ist das Wort tatsächlich von meinem Kumpel und Freund und Co-Gastgeber von Ahoi, Andreas Hoschke, muss ich an dieser Stelle sagen. Und, hallo. Was ist Meierlikör? Das ist Eierlikör mit einem M. Also haben wir uns überlegt, mit anderen Freunden wiederum, da muss irgendeine Zutat mit M rein. Und dann haben wir alles Mögliche probiert mit Mandarine, mit Maracuja und Minze und was weiß ich. Das war ganz furchtbar. Und Mokka ist es jetzt geworden. Und ich muss sagen, es schmeckt so gut, dass wir fast von jedem, dem wir eine Flasche geschickt haben, die haben teilweise eine Kiste ordern wollen, aber es gibt es nicht zu kaufen und es wird es vielleicht nicht nochmal geben. Himmel, das ist genauso wie mit dem Horst-Likör, der so schwer zu kriegen ist. Wir arbeiten da noch dran, ja, für euch, liebe Zuschauer. Er ist nicht so fies wie Horst, das muss ich dazu sagen. Ich kenne Horst, ich bin früher häufiger in der Parallelwelt gewesen und Horst ist echt hart. Okay, ich werde ihn auch nochmal testen. Ich habe eben schon gesagt, diese Flasche hast du verschenkt zum Jubiläum, 25 Jahre Selbstständigkeit. Du bist in der niedersächsischen Provinz aufgewachsen. Na stopp, schon, ich bin in Hannover geboren, das ist ja schon mal die Landeshauptstadt. Aber auf Abitur? In der Kreisstadt Stadthagen, das ist dann auch nicht ganz Provinz, das ist immer in die Kreisstadt. Wir sind hier in Hamburg und ich sage dir auch, das ist niedersächsische Provinz. Egal, pass auf, du hast uns verraten, ach... Sorry. Deutsch war so mittelmäßig, eine journalistische Ausbildung hattest du auch nicht, aber du hast das Blatt Viva Schaumburg rausgebracht. Ja, hast gesagt, habe ich nicht hier. Ach, ich bin 21, ich mache mich mal selbstständig und hast Veranstaltungen organisiert. Und dann gab es aber eine Zäsur in deinem Leben. Ja. Du bist mehreren Menschen begegnet und der eine war Harald Juhnke. Das ist richtig. Ja. Ja. Wie war das so? Wo immer du das auch her weißt. Ja, das war toll. Also das war ein tiefer Einschnitt tatsächlich, weil ich war 25 Jahre alt. Ich habe Harald Juhnke engagiert für eine Autogrammstunde. Ne, ich weiß nicht, ob Kostja Ullmann, der kommt ja später noch, auch Autogrammstunden gibt in Feinkostgeschäften. Harald Juhnke hat das gemacht. Wir fragen ihn. 1990. Für einige tausend Mark, und das war echt überraschend, dass er zugesagt hat. Ich hatte vorher mit ihm ein Interview gemacht und dann habe ich da einfach angerufen und habe gesagt, wollen Sie nicht mal zur Autogrammstunde kommen, weil Freunde von mir hatten ein Jubiläum mit ihrem Feinkostgeschäft. Und das war ein Riesenerfolg. Da kamen, ich glaube, 5000 Leute irgendwie, um von Harald Juhnke ein Autogramm zu geben. Handys gab es ja damals noch nicht. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich jetzt ein Konzert mit dem. Das heißt, ein Jahr später habe ich dann mit Harald Juhnke in der örtlichen Festhalle ein Konzert gegeben. Das war der größte Reinfall meines Lebens, weil kaum jemand gekommen ist, weil Harald Juhnke hatte ja so Wellenbewegungen und dann hieß es immer, kommt er, kommt er nicht. Er ist gekommen, aber die Zuschauer nicht. Aber ich war 2 Tage mit Harald Juhnke in einem Hotel, weil er so eine Off-Days hatte und habe mit ihm gequatscht und er sagte immer, Mensch, ich kann jetzt nicht Berliner, aber Junge, du bist doch viel zu gut für die Provinz. Ja, er hat auch Provinz gesagt. Seht ihr, Hamburg ist das Wahre. Du musst nach Berlin kommen, was willst du denn machen? Und dann habe ich gesagt, ich arbeite gerne mit Menschen, bin neugierig, finde Kunst toll. Und er hat gesagt, dann werde ich doch Künstlermanager. Und ich wusste nicht, was das ist. Er hat es mir erklärt. Und irgendwie fand ich das eine tolle Idee. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt irgendwie mal in die Großstadt. Ich habe aber noch einen anderen Menschen hier. Ja, es gab eine Zwischenstation. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Weil bevor du hier ganz groß durchgestartet bist, du hast dich beworben, wie jemand uns verraten hat, in leicht betrunkenem Zustand die Bewerbung geschrieben auf eine Boulevardreporterstelle bei der Hamburger Morgenpost. Und? Ich habe sie bekommen. Also ich habe Matthias... Ungelernt. Ich habe Matthias Döpfner eine Einladung geschickt. Ich habe ihm eine Bewerbung natürlich geschickt, dass er mich mal einladen soll, weil ich genau der Richtige für ihn wäre. Habe einen Brief geschrieben, sehr mutig, wie gesagt, Rotwein betrunken und habe 2 Viva Schaumburg reingelegt. Eins mit Harald Juhnke natürlich auf den Titel, das andere mit Udo Jürgens. Und wahrscheinlich hört er gerne Udo Jürgens. Auf jeden Fall wurde ich eingeladen. Und ich habe unter mehreren 100 Bewerbern diese Stelle bekommen, ohne dass ich gar wusste, wer Dieter Bohlen ist, geschweige denn, wer der Hamburger Bürgermeister ist. Also ich hätte auch Bettina nicht erkannt, weil ich mich mit Promis bisher überhaupt nicht groß auseinandergesetzt habe, außer natürlich mit Harald Juhnke und Udo Jürgens. Und
Ja, ich habe die Stelle bekommen und dann geht man, das ist ja ein Society Reporter, das heißt, man geht auf Veranstaltungen, berichtet darüber, was gab es zu essen, was tragen die Frauen und was ist sonst noch passiert. Und das war echt hart für meinen Fotografen, der damals mitkam, Jürgen Joost. Ich habe mich, wöchentlich entschuldige ich mich bei ihm, weil ich sehe ihn immer wieder. Und weil ich halt niemanden erkannt habe. Normalerweise ist es so, dass der Redakteur sagt, guck mal, diese drei Leute, die kannst du mal fotografieren. Da war das so, ich habe die drei fotografiert, jetzt müsstest du mal zu denen hingehen. Und dann musste ich immer sagen, wer ist denn das? Das habe ich aber, dieses Defizit habe ich sehr, sehr schnell überwunden. Und hab dann für verschiedene... Das hast du schnell überwunden. Du bist nämlich... Ja, ich würg dir den Ton ab. Weil du nämlich ja auch PR machst und diverse Veranstaltungen. Damit verbindest du unter anderem Hamburg. Ich nenne einfach mal ein paar. Also legendär sind die Ahoi- und Sommerfeste. Das ist aber einfach zum Feiern. Das ist nicht nur zum Netzwerken. Wir haben das Hanse-Rendezvous. Da geht es um Kultur, Künstler, Intendanten etc. Hamburgs Spitzen. Die Wirtschaft ist gefragt. Anstoß Hamburg, die Sportstadt Hamburg. Viele fragen sich, wie man eine Einladung bekommt. In kurz und knapp. Wenn wir der Meinung sind, dass er da hingehört oder sie, dann hat man gute Chancen. Aber wir gucken tatsächlich nicht immer nur nach Prominenz oder sonst was, was die Leute denken, sondern die Netzwerke sind vor allen Dingen inhaltlich gesteuert. Das heißt, wir schmeißen auch nicht die Gästelisten durcheinander. Also ein Schauspieler wird im Zweifelsfall keine Einladung zu unserem Sportformat bekommen und umgekehrt. Ein Fußballer wird vielleicht keine Einladung zum Endclub bekommen oder so. Und den wollte ich unbedingt noch ansprechen. N-Club, der steht nämlich, der geht über Hamburgs Grenzen hinaus. Das ist eine deutschlandweite Veranstaltung. Und N steht für Nachhaltigkeit. Erzähl uns kurz, was du da machst. Also das Thema Nachhaltigkeit berührt mich irgendwie oder bewegt mich schon seit meiner Teenagerzeit. Ich habe irgendwann mal ein Buch von Rüdiger Neberg gelesen. Als ich 16 war, ging Tschernobyl hoch und dann wird man ja irgendwie auch ein bisschen geprägt, wenn man ein bisschen kritisch ist und ein bisschen belesen ist. Und mich hat einfach gestört, dass die Leute, die sich engagieren, keine Fläche haben, wo sie sich unterhalten, eine Plattform und so weiter. Es ist ein Kommunikationsprojekt. Wir versuchen, Themen der Nachhaltigkeit in die Medien zu bringen, dank der wunderbaren Medienkooperationen mit der Hamburger Morgenpost oder in Hamburg mit dem Journal Frankfurt bringen wir eben tolle, kleine Ideen, machen wir sie groß, also kommunikativ gesehen. Und weißt du, jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem du uns was mitgebracht hast, weil währenddessen können wir noch ein bisschen weiter plauschen. Und zwar hast du uns, wir gehen hier mal runter Richtung Tresen, ja. Du hast uns einen Rum mitgebracht, und zwar den Gute-Leute-Rum. Ja. Was ist das Besondere? Wo haben wir ihn? Ach, erstmal trinken wir einen, komm. Oh, hier haben wir ihn auch. Aber den ersten, damit stoßen jetzt Lars und ich mal an. Ja. Das Besondere ist, dass der einfach sau lecker ist. Keine Schmerzen verursacht, im Gegensatz zum Horst, und fit und gesund hält im Rahmen, wie Alkohol halt fit halten kann. 1, 2, 3 runter. Jo. Kein verzogenes Gesicht, einfach bekömmlich lecker. Köstlich, und ihr alle bekommt auch einen. Komm, Lars, wir greifen uns mal jeder ein Tablett. Ich greife mir eins hier. Und kann jeder so Schnapsfabrikant werden? Nee, das ist natürlich schwierig. Also ich hatte auch nur die Idee, ehrlich gesagt, gebrannt habe ich das nicht. Also ihr könnt es wirklich trinken. Das haben wir mit einem wirklichen Spirituosenfachmann von Harve in Bergedorf gemacht. Und insofern, der ist wirklich richtig geil. Leute, greift zu, ne? Die Tabletts werden nämlich schwer, wenn ihr uns hier nicht was runtergreift. So, ich gebe mal hier ab. Hallo. Gib mal ab. Hier, sehr schön. Ich gehe mal zu Tine Wittler hier hinten. Tine, ein Fremdschnaps trinken. Einmal fremd trinken, bitte. So, das ist doch schon mal gut. Und geheime Zutat verrätst du vermutlich nicht, Lars? Ja, Alkohol und Rum, glaube ich. So, ja. Ehrlich. Ich würde sagen, Christian, willst du dir mal zwei Gläser mitnehmen? Und zwar für Bettina und Peter. Und wir verteilen hier weiter. Und wir geben ab zur Bühne, zu Bettina und Peter. Wir sprechen uns noch, Lars. Mit dem Auto da? Nein. Moment. Warte mal, das Mikro einmal nochmal nehmen, bitte schön. Ja, das Mikro. Mein Gott, ich bin Profi, ne? Naja, aber es ist ja auch kein Ansteckmikro. Prost, ja. Bettina! Ja, Prost, Kukun! Danke, Lars! Verträgt sich das mit Wein? Ah, herrlich. Herrlich, dieser Rum. Nur Horst, der schaut in die Röhre, aber ihr habt den Horst-Schnaps. Ja. Bettina, Tietjen ist bei mir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es wird ein ganz lustiges Gespräch.
Ich sehe den aber nicht ganz aus. Ich der ist geil, ne? Ja, schmeckt gut. Also sehr gut. Also wenn man Rum mag. Ich mag den lieber im Tee oder im Glühwein. Sag mal, 1997, liebe Bettina. Ja, war ich noch gar nicht auf der Welt. Was hat er in den Rum getan? Der Rum wirkt schon. 1997, glaube ich, gelesen zu haben, warst du mit Eva Herrmann das erste Talk-Damen-Doppel überhaupt im deutschen Fernsehen. Ist das richtig? Ja, Eva Herrmann, mein absolutes Lieblingsthema in der Öffentlichkeit. Nein, ja, das war, was war so? Ich habe noch überhaupt nicht zu Eva Herrmann gefragt, sondern nur... Nein, das war so. Das war schon was Besonderes. Das war was ganz Besonderes, ja, weil ihr habt... Denn was ich fragen wollte, danach gab es immer Männer an deiner Seite, zu denen kommen wir aber auch gleich noch. Ist denn das anders gewesen, mit einer Frau eine Talkshow zu führen, zu leiten, als mit Männern? Auch in der Vorbereitung? Oder ist es dann am Ende, ja, wenn es Licht angeht, ist es halt so? Nee, das ist was ganz anderes. Also mit einer Frau zusammen, vor allen Dingen mit Eva zusammen, war das natürlich eine ganz spezielle Geschichte, weil wir uns ja sehr gut kannten. Wir waren ja auch gut befreundet und wir haben uns ja auch immer angemacht. Wir haben uns immer angezickt. Das war ja das Prinzip der Sendung, dass wir uns so richtig hochgeschaukelt haben gegenseitig und uns ständig beleidigt haben. Und das haben wir dann so extrem gemacht, weil uns das sonst Spaß gemacht hat, dass die Leute sich beschwert haben, die Zuschauer, und gesagt haben, das geht nicht. Also das geht, kann ja nicht angehen, dass die beiden sich da die ganze Zeit richtig niedermachen. Ich habe wahrscheinlich auch vorher zurückgefahren. Ihr habt auch schon vorher angefangen. Wir haben vorher schon angefangen. Genau, damit ihr euch ein bisschen warm gesprochen. Im Prinzip Tage vorher haben wir schon angefangen, uns gegenseitig zu beleidigen. Nein, das war schon eine besondere Form der Zusammenarbeit und das hat ja auch jahrelang sehr gut geklappt und sehr viel Spaß gemacht und dann irgendwann nicht mehr so. Genau, dann kam das Eva-Prinzip dazwischen und dann war die Show erst einmal zu Ende. Ja. Aber zwei Frauen, das wollte ich sagen, also zwei Frauen, ich habe ja auch mit Ina Müller, die ist einmal eingesprungen, meine Sendung zusammen gemacht, also eine meiner Talkshows. Und es ist schon mit zwei Frauen interagieren anders als ein Mann und eine Frau. Ich kann das nicht erklären, aber irgendwie ist man so ein bisschen, man macht sich gegenseitig so, man fährt so hoch, also man wirft sich so die Bälle zu und irgendwie dann geht es um Männer oder dann kriegt man Lachkrampf und das ist mit Männern irgendwie anders. Ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie anders. Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen, sagt schon Loriot. Ihr habt aber trotzdem zusammen noch eine Swing-CD aufgenommen mit Max Rabe und H.P. Kerkeling. Ja, genau. Wie kam das denn zustande? Einfach auch, weil ihr mal Lust hatte drauf? Nee, das hatte eine Geschichte. Wir haben hier beim ABBA, es gab doch dieses ABBA-Musical. Ja. Und da haben wir eine Sondersendung gemacht zur Premiere, Eva und ich. Und hatten solche, haben uns so komplett so angezogen wie Anna Fried und wie hieß die Anita. Noch? Genau, Anita. Und so blaue Glitzeranzüge und so hohe Plateausohlen und haben dann so, hatten riesen Spaß daran, dass so zu präsentieren. Und einer von unseren Redakteuren, also der für diese Sendung zuständig war, sagte, Mensch, ihr müsst singen. Ihr könnt singen und wir müssen, der war völlig besessen davon, dass wir singen müssten. Und dann haben wir so eine kleine Probe gemacht, haben so ein Lied zur Probe aufgenommen, so ein Swing-Lied. Ich weiß gar nicht, wie hieß es noch? I Belong to Daddy. Aha, okay. Ja, genau. Nee, My Love Belongs to Daddy. Irgendwie sowas jedenfalls. Auf jeden Fall war sehr lustig, hat Spaß gemacht und dann sind wir da, ist er mit uns zu Warner gestiefelt und hatte wirklich die Chuzpe zu sagen, hier die beiden Frauen, die wollen eine CD machen. Und dann haben die tatsächlich eine CD mit uns gemacht. Und wir konnten gar nicht singen. Ja. Wir konnten gar nicht singen. Also in Wirklichkeit konnten wir es gar nicht. Leute, die nicht singen können und CDs machen, gibt's wie Sand am Meer. Locker. Ja, aber Wir wurden ja dann gecoacht von Jane Comerford. Das ist ja die mit Texas Lightning damals beim ESC. Und das ist eine ganz tolle, sehr erfolgreich? Die waren schon sehr erfolgreich. Auf jeden Fall hat Jane uns gecoacht und das war für sie sehr, sehr anstrengend, weil wir beide auch sehr schwierige Kundinnen waren, Patientinnen, würde ich sagen. Und ich werde nie vergessen, wie ich mal mitten in der Nacht immer wieder dieselbe Zeile, immer wieder dasselbe gesungen, immer nicht genau den Ton getroffen. Und dann meinte sie zu mir irgendwann, Bettina, geh mal nach Hause. Auf ein totes Pferd schlägt man auch nicht länger ein. Das war wirklich so. Wie ich nach dem Satz zum Ende... ich muss einfach trotzdem noch mal ganz kurz fragen und dann ist das Thema, ich schwöre es dir, vorbei. Ja. Hast du noch Kontakt zu Eva oder nicht? Nein, natürlich nicht. Also wir haben überhaupt keinen Kontakt. Seit damals diesem Eklat und diesem Rausschmiss haben wir leider keinen... Also was heißt leider? Naja, also wir haben keinen Kontakt mehr. Also es war auch so, muss ich wirklich sagen, in der letzten Zeit, dass wir uns nicht mehr so gut verstanden haben. Ist so passiert, ist schade, aber das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Bei Astrid Rolle und mir ist es ungefähr genauso.
Oh, ich höre ein Publikum. Oh. Aber na, ihr seid ja Mann und Frau, das ist ja wieder was anderes. Ja, so jetzt, genau. Apropos Mann und Frau, der haben sie aber auch ein paar Leute an die Seite gestellt. Jared Di Baba war dabei, Eckart von Hirschhausen war dabei, jetzt ist es Alexander Bommes. Du wirst mit deinem wunderbaren Talk Bettina und Bommes jede 4 Wochen aus Hannover gesendet. Aus der niedersächsischen Provinz. Aus der aus Lars Meyers Geburtsstadt, entschuldigen Sie bitte. Und du hast, das habe ich gelesen, ein wunderbares Credo, was du eigentlich für die Talkshows so ein bisschen benutzt, nämlich stelle nie eine Frage, auf die du nicht selber antworten würdest. Ja, ja, das ist so. So, dann machen wir doch jetzt mal den Test. Das, sehr gern. Genau. Du stellst mir 3 Fragen, die du aber auch beantworten musst. Ich stelle dir 3 Fragen. Und die musst du aber auch selber beantworten. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist aber jetzt schwierig. Das, also, komm, dann nehmen wir noch einen rum. Auf geht's, Bettina! Rum! Ja, komm, weg damit. Ah, jetzt läuft's, ich spüre eine Frage kommen. Kann auch was ganz Doofes sein. Wie eitel bist du auf einer Skala von 1 bis 10? 1 ist wenig eitel und 10 ist sehr eitel. Genau. Dann würde ich mal sagen 7. 7. Ja, ja, ja. Und okay. Du? Lächerlich, Jürgen. Ah, das sind wieder die bezahlten Gäste. Die Freikarten. Ja, kommt hin, kommt hin. Bei dir so, auch 7? Ja, also okay. Zwischen 7 und 8. Also schon relativ weit, stark ausgeprägt. Obwohl man es ja eigentlich immer nicht, also man findet sich ja immer selber nicht eitel, aber im Grunde ist man es natürlich. Das würde man sich ja nicht ins Scheinwerferlicht setzen. Weißt du, was ich doof finde, wenn unser Chrisse mit der Kamera hier raufgeht und dann immer auf meine Platte filmt? Oh, das ja. Ist ganz blöd. Ja, aber, ja, aber das finde ich blöd. Das finde ich zum aber, Beispiel. Aber, lieber Peter, da gibt es ja, also dass du das nicht kennst, da gibt was? Es ja was ganz Tolles dagegen. Von Ratio? Streuhaar. Was? Streuhaar. Ja. Okay, zur zweiten Streuhaar. Frage, nein, liebe das Bettina. Muss ich jetzt mal ganz kurz, so viel Zeit muss sein. Was? Das ist Streuhaar, das gibt es sogar mittlerweile schon aus der Sprühdose. Das ist Echthaar, das ist ganz, ganz fein, gibt es in allen möglichen Farbtönen und das sprüht man da hinten rauf und dann siehst du nichts. Das sieht aus wie echt, wie gewachsen. Kannst du wieder abwaschen. Dann. Ich warte ja gerade, bis... Toll. Ich warte gerade, bis dieser Rum zu wirken anfängt. Zweite Frage, liebe Bettina. Die Zeit drängt wie immer. Zweite Frage. An mich, die du aber auch beantworten musst. Ja, also was, ich beantworte eigentlich alle Fragen. Also was naja, bei Eva Herrmann habe ich immer gesagt. Was ist dein Beziehungsstatus so? Also bist du verliebt? Hast du Partner, Partnerin? Ja, ich bin verliebt und das seit über 10,5 Jahren. Verliebt und auch zusammen. Und soll ich dir was sagen? Da irgendwo sitzt es. Es? Was heißt denn es? Kann ich es bitte mal, kann es bitte mal aufstehen? Scheiße, wenn das meine Mutter sieht. Sieht sehr. Ja, die sind Doppelkreuzfreunde. Also sehr, sieht sehr nett aus von danke, weitem. Danke, ist es auch sieht nett. Sehr nett. Kommt aus. Witzigerweise aus Kiel und war mit dem Bommes in derselben Schule. Nein. Ja. Glaub es. Ja, also so. Also, die Welt ist klein. Die Welt ist klein. Die Welt ist so, dritte Frage nach dem. Ach so, bist du verliebt? Selbstverständlich. Entschuldigung, seit 24 Jahren, glaube ich. Nein, also ja, über länger schon. 26 Jahre bin ich in meinen Mann verliebt und das soll auch die nächsten 26 Jahre so bleiben. So, eine letzte Frage. Wo möchtest du in 10 Jahren sein? Wohnen möchte ich weiterhin in Hamburg, weil ich bin hierher gezogen aus Bahn und will hier ehrlich gesagt nicht wieder weg. Ja, und ja, vom Ort abgesehen, also so eine Vision in 10 Jahren, was wow. Könnte sein? Rotes Sofa? Warum nicht? Und du? Also als Gast, da können wir drüber reden in 10 Jahren. Also ich muss sagen, momentan, ich bin so zufrieden mit allem, dass ich auch schon mich damit zufrieden geben würde, wenn es so bleibt, wie es ist. Und weißt du was? Du bleibst jetzt erstmal bei TalkDot. Ja. Und da sind wir sehr, sehr gerne. Bettina Tietje, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und bei Astrid geht's weiter.
Und mein nächster Gast, Schauspieler Kostja Ullmann. Einen schönen guten Abend, Kostja. Moin, moin. Erstmal muss ich ganz kurz sagen, jetzt sind wir aufgeflogen, Peter und ich also nicht. Und das Zweite, was ich aus dieser Sendung natürlich mitschleppe, Kostja, wirst du Autogrammstunden im Feinkostladen geben? Nein, das nicht, aber ich habe tatsächlich eine Anfrage bekommen, ob ich im Tierfutterladen mal so eine Autogrammstunde geben kann. Und die wollten, dass ich dann noch so einen Hundefuttersack neben mich stelle. Aus vielen Gründen konnte ich leider nicht. Du hattest keine Zeit. Wir stoßen erstmal an. Bei dir ist es ein Pilz. Bei mir wirklich erst der zweite. Ach, na gut, dieser kleine Rum. Und, wie ist es? Lecker. Wir machen Schleichwerbung. Kostja, du bringst einen neuen Film raus, beziehungsweise also ein neuer Film kommt ins Kino, und zwar am 26. Januar. Mein Blind Date mit dem Leben. Und das ist ganz spannend, denn es ist ein verfilmtes Buch von Sali Kahawatte. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Saliha Kahawatte, genau. Saliha Kahawatte, jetzt habe ich es gelernt. Und es geht um einen jungen Mann, der nahezu erblindet, aber trotzdem Karriere macht. Wen spielst du? Und erzähl uns ein bisschen davon. Ja, ich hatte die große Ehre, Saliha zu spielen tatsächlich. Und Saliha ist ein Hamburger Junge, der aus Sri Lanka aber ursprünglich kommt. Und der ist als Jugendlicher erblindet, hat nur noch 10% Sehfähigkeit gehabt. Aber sein Credo war immer trotzdem, seine Träume zu verwirklichen. Und sein Traum war es, in der Hotellerie zu arbeiten, eine Ausbildung zu machen. Und natürlich wurde er aufgrund seiner Sehbehinderung nirgendwo genommen. Und irgendwann hat er es dann verheimlicht bei der Bewerbung und wurde genommen. Hier im Renaissance-Theater, Renaissance-Hotel in Hamburg. Und mit Hilfe von ein, zwei Kollegen, die eingeweiht wurden, hat er es dann geschafft, diese Ausbildung zu machen, ohne dass irgendjemand es gemerkt hat, dass er diese Sehbehinderung hat. Wahnsinn, da muss eine Menge Ehrgeiz hinterstecken. Wie bereitet man sich auf solch eine Rolle vor? Denn ich stelle mir vor, also du drehst, kannst ja aber sehen. Hast du irgendwie Linsen drin, die dir das Sehen betrüben? Also die Vorbereitung war natürlich extrem bei dieser Rolle. Aber ich hatte das Glück, dass ich natürlich Saliha treffen konnte. Ich konnte mit Saliha sehr viel Zeit verbringen. Ich habe ihn, glaube ich, 2,5 Monate seines Lebens gestalkt und mit Fragen gelöchert und habe einfach sehr, sehr viel Zeit mit ihm verbringen dürfen. Und mit ihm zusammen habe ich dann auch eine kleine Hotelfachausbildung machen dürfen hier in Hamburg. Da hat er mir dann erzählt, was es eigentlich heißt, als fast Blinder das alles zu bewältigen, was man da machen muss. Ob es in der Küche ist, Gemüse schnibbeln oder einen Tisch einzudecken. Man muss sich vorstellen, wenn man so ein Glas, ein Weinglas in die Hand nimmt und es dann irgendwie auf den Tischdeckel stellt, auf den Tisch, das verschwindet sofort für einen. Das heißt, man muss sich irgendwie sofort merken, ob man es hingestellt, um das Besteck daran auszurichten. Und da gibt es dann tausende Tricks, und da hat er mir sehr viel geholfen, und das war natürlich sehr viel wert. Aber das ist natürlich immer schwierig, weil einen Blinden zu spielen, dachte ich, okay, das ist irgendwie möglich, aber jemanden zu spielen, der dann doch irgendwie 10% sehen kann und jedem glauben lässt, er könnte richtig gut sehen, das war so die Schwierigkeit natürlich an diesem ganzen Dreh, weil das war dann einfach eine Zusammenarbeit mit dem Regisseur, mit dem Kameramann, um zu gucken, wo man diese Blicke hinsetzt, wie man das konkret umsetzt, dass es dann auch fürs Publikum im Kino einfach glaubhaft rüberkommt. Marc Rotemund führt Regie, und den Saliha zeichnet Ehrgeiz definitiv aus. Kannst du dich damit identifizieren? Denn das ist ja Wahnsinn, was der geleistet hat und geschafft hat. Ja, also da hätte ich gar keine Chance. Also ehrlich gesagt bin ich ein Mensch. Mir wurde sehr viel geschenkt und ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben. Mit 11 Jahren bin ich in diese Schauspielerei reingerutscht und hatte einfach so Spaß an der Sache. Und das war für mich irgendwie eher so ein Hobby als ein Beruf. Und das ging dann immer so weiter. Und ich durfte tolle Rollen spielen, durfte mit tollen Schauspielern und Regisseuren arbeiten. Und Saliha hat für all das, was er gemacht hat, einfach immer so kämpfen müssen. Ja, und dafür bewundere ich ihn extrem, was er da geschafft hat. Vor allen Dingen, ich glaube, wenn er einfach eine Herausforderung hat oder er braucht einfach Hindernisse im Leben, um weiterzukommen, ja, dann das spornt ihn weiter an. Deswegen, ich habe den höchsten Respekt vor ihm. Das ist schön. Trotzdem ein bisschen sehr bescheiden, denn Talent und Fleiß bringst du ja auch mit, und sehr interessante Rollen hast du auch gespielt. Du hast eben schon beschrieben, wie du dich auf diese Rolle vorbereitet hast, auch eine Art Praktikum. Und du hast ebenfalls ein Praktikum gemacht für den Film Coming In. Da hast du einen schwulen Friseur gespielt, der sich in eine Frau verliebt, auch eine sehr schöne Aussage des Films. Und hast ein Praktikum im Friseursalon gemacht, und jetzt wüsste ich gerne, kannst du mir die Haare schneiden und ich kann auf die Straße gehen? Wenn du es zulässt, ich würde es machen. Selbstverständlich. Das können wir auch gleich hier heute machen. Sehr gerne. Gleich hier live. Tatsächlich, also ich durfte auch, glaube ich, knapp 3 Monate habe ich gelernt im Friseursalon. Es fing natürlich an mit erstmal Haare auffegen, dann Haare waschen
Und dann habe ich erstmal kapiert, was es heißt, Frauen die Haare zu waschen, wenn man so lange Haare hat, wie kompliziert das eigentlich ist. Und die dann auch irgendwie beim Kämmen zu trennen und abzuteilen. Also ich weiß nicht, ob hier ein Friseur hier, der heute dabei ist. Aber Haare abzuteilen ist eine Riesenaufgabe, für einen Mann zumindest. Aber ich habe es dann irgendwann hinbekommen und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte dann, hab dann auch schneiden gelernt, also Stufenschnitt und Spitzenschneiden zumindest erstmal. Und dann habe ich irgendwann so Probenköpfe bekommen, die ich dann in meinem Hotelzimmer hatte. Und dann habe ich jeden Abend irgendwie immer so Haare geschnitten. Und ich glaube, ich habe einen Verschleiß gehabt wie keine andere, weil ich irgendwie jeden Abend irgendwie noch da war. Und irgendwann hatte ich eine Kurzhaarfrisur und es sah super aus. Und ich war ganz zufrieden. Also es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das heißt, wenn du Bock drauf hast, ich wäre sofort dabei. Alles klar, ich werde mich darauf einlassen. Nicht jetzt hier, weil ich noch zu viele Fragen habe, aber das geht auf jeden Fall los. Du hast in diesem Film, hat auch Ken Duken mitgespielt. Der hat deinen Freund gespielt. Sexy. Ja, und darauf wollte ich hinaus. Und zwar hast du nämlich mit ihm zusammen, und das finde ich ganz großartig, die GQ, also Männerzeitschrift, Mundpropaganda Gentleman gegen Homophobie. Da hast du mitgemacht und Ken Duken geknutscht. Da hat zum Beispiel auch Herbert Grüne Meier mitgemacht oder Thomas D. Jetzt muss ich natürlich wissen, wie küsst Ken Duken? Oh mein Gott. Also wenn es nur das Küssen wäre. Ich muss ja sagen, ich war mit ihm nackt unter der Dusche. Also ich für den Film Coming In! Achso, ja, für den Film Coming In, genau, selbstverständlich. Nur dafür. Ja, tatsächlich. Das war natürlich toll. Es war eine super Aktion von der GQ. Mundpropaganda, was du gerade gesagt hast. Und das war auch zu der Zeit, als in Russland die Olympiade war. Und plötzlich durften Homosexuelle nicht mehr auf die Straße gehen. Es war plötzlich verboten. Und das war wirklich extrem. Das konnte man so gar nicht glauben. Und dass freie Liebe nicht mehr möglich ist, ne, in Russland. Und dafür hat die GQ dann diese Riesenaktion gemacht, Mundpropaganda, und da mussten einfach prominente Leute sich küssen. Und da ich gerade mit Ken diesen Film Coming In gedreht habe, war das für uns keine große Aufgabe und haben wir sehr, sehr gerne gemacht. Ich hätte Ken natürlich auch gefragt, wie du küsst. Weißt du, wie du küsst? Ich habe keine Ahnung, wie ich küsse. Hast niemanden mal gefragt? Nee, wolltest du das jetzt? Nee, nein, ich lass mir doch schon die Haare von dir schneiden. Wir fangen mit den Haaren an, okay. Genau. Wir arbeiten uns vor. Ich glaube, du hast auch relativ wenig Berührungspunkte und zwar bist du ja aufgewachsen mit einer Mutter, die indische Wurzeln hat und einem Vater, der hier, ja, der Deutscher ist. Du bist in Hamburg aufgewachsen und deine Mutter ist Tänzerin. Also bei euch sind, das, wenn ich das richtig verstehe, auch einfach Schwule ein- und ausgegangen. Das gehörte so dazu. Dein Vater war Schauspieler und war auch Schauspielagent. Wie müssen wir uns denn deine Kindheit vorstellen? Tänzerin, Schauspieler, sehr künstlerisch, oder? Tatsächlich, wir haben wahnsinnig viel getanzt. Ich habe ja auch, also das wissen, glaube ich, echt wenige und man prahlt auch nicht so wirklich als Junge damit, aber ich habe auch selber Ballett getanzt. Damals hier in Hamburg bei John Neumeier. 6 Jahre lang, was echt toll war. Und, aber wenn die Mutter Ballerina ist, dann ja, das war so ein bisschen meine Schwester. Ich habe eine 1,5 Jahre ältere Schwester und die war immer beim Ballettunterricht bei John Neumeier. Und meine Mutter hat mich dann mit ihr immer hingefahren zum Unterricht. Und irgendwann meine Mutter hat jedes Mal versucht, mich zu überreden: Komm, mach doch mal mit beim Unterricht, bitte. Und das macht echt Spaß. Und ich wollte nie, weil da halt nur Mädchen waren. Fand ich blöd. Aber irgendwann meinte sie: Du kriegst auch ein Überraschungsei. Und meine ich: Okay, du kriegst 2 Überraschungsei. Und dann zack, war ich dabei. 6 Jahre Ballettunterricht und es war großartig. Für 2 Überraschungseier. Es war super. Und tatsächlich, wir hatten zu Hause, meine Mutter hatte eine Ballettstange im Wohnzimmer. Sie hat da immer getanzt. Meine Schwester und ich haben, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, irgendwie im Wohnzimmer rumzuspringen und zur klassischen Musik zu tanzen. Und mache ich jetzt mittlerweile weniger, aber es war schon ein schönes Erlebnis. Stimmt es, dass du auch gerne mal, jetzt wo wir beim Tanzen sind, mal in einem Bollywood-Streifen mitspielen würdest? Ja, das habe ich, glaube ich, irgendwo mal gesagt, tatsächlich. Ja, da meine Wurzeln da irgendwie liegen und ich auch häufig in Indien und auch in Sri Lanka war, irgendwie finde ich das ganz spannend und ich bin auch mit Bollywood aufgewachsen. Hier in Hamburg gibt es eine riesen Community tatsächlich und wir haben damals viele Filme geguckt. Ich fand es einfach lustig, die Vorstellung mal selber irgendwann dabei zu sein. Ich war vor 2 Jahren oder 3 Jahren war das, glaube ich, in Sri Lanka und da gab es die Möglichkeit, an jedem dritten Wochenende, glaube ich, bei einem Bollywood-Film mitzuspielen, als Komparse und dann im Hintergrund wahrscheinlich so ein bisschen rumzutanzen und zu singen. Das fände ich mal interessant, aber die große Ambition habe ich dann nicht. Nee. Aber könntest du das, diese Bewegung machen? Bestimmt, oder? Hast du ein tänzerisches Vorleben? Ja, ich weiß, ich bin Schauspieler, ich tue einfach immer so, als könnte ich das und dann funktioniert schon irgendwie. Hat deine Frau dich mal Ballett tanzen sehen? Nee, Gott sei Dank nicht, sonst wäre sie auch nicht meine Frau geworden wahrscheinlich. Okay, weil
Wir kratzen nämlich jetzt nur die ganz kleine Kurve. Es gab die super Sommernachricht. Und zwar hast du geheiratet. Du hast Janine geheiratet. Herzlichen Glückwunsch übrigens. Danke, ja, vielen Dank. Ein Riesenapplaus, hey. Und das wurde ganz zauberhaft auf der Facebook-Seite mitgeteilt mit einem Foto Herr und Frau Ullmann. Wer hat denn damals wen angesprochen? Denn sie ist ja nicht nur Schauspielerin, sondern auch zusätzlich Moderatorin. Hat sie dich angesprochen? Nee, also tatsächlich haben wir uns damals schon auf dem Teppich so die ersten Kontakte gehabt. Da hat sie mich interviewt, da war sie noch bei Viva damals. Aber da hatte ich dann nie den Arsch in der Hose, sie anzusprechen. Um Gottes Willen hätte ich mich nie gewagt. Und irgendwann später bei einer Veranstaltung haben wir uns dann kennengelernt, beim Konzert von Jamiroquai war das tatsächlich. Und da habe ich dann irgendwie nach gefühlten 3 Stunden mich mal getraut, sie anzusprechen. Ich bin überhaupt nicht der Typ dafür gewesen. Ich bin bei Frauen, welch, und du merkst es ja auch jetzt, ich bin total schüchtern und nehme mich dann zurück und traue mich nicht. Und ja, bitte. Oh. Es fängt mit Haare schneiden an. Mal genau, ich gehe über die Haare, dann zu, ja, zu ganz anderen Dingen dann. Janine hat deinen Namen angenommen und ich wüsste gerne, hast du so die anfänglichen Ehewochen damit verbracht, sie anzurufen, ob sie sich auch wirklich mit Ullmann meldet? Nee, das habe ich nicht gemacht, aber sie hat sich die ersten Male tatsächlich immer mit Reinhard noch natürlich gemeldet und hat dann, Ullmann, Entschuldigung. So, das ist natürlich eine Umstellung, ich glaube, für jeden, der heiratet, der kennt das und das ist dann immer irgendwie schon, ja, ich höre es, ja, das ist schon abgefahren, aber mittlerweile trägt sie diesen Namen und auch sehr gerne, glaube ich. Ihr reist beide viel. Wie schafft ihr das? Skypt ihr? Nee, wir reisen ja meistens zusammen, deswegen geht das ganz gut. Skypt ihr, wenn ihr zusammen reist, von einem Hotelzimmer ins nächste? Ja, nee, aber klar, also gerade wenn man viel unterwegs ist und arbeitet, dann skypt man, beziehungsweise mit der Familie mache ich das auch. Ich habe jetzt eine Nichte, bin ein ganz stolzer Onkel, der stolzeste Onkel, der man sein kann. Und mit der FaceTime oder Skype ich jeden Tag und das gehört auch dazu. Du bist auch HSV-Fan? Oh, ja, ich doch, nee, doch. An. Kostja, ich bin St. Pauli-Fan. Oh. Wir müssen darüber reden. Also ich meine, dir geht's jetzt weniger schlecht als mir. Vorletzter Platz, letzter Platz. Wie fühlst du dich? Du, wir haben gerade gewonnen. Europa ist in Sicht. Wir kommen. Selbstverständlich. Die Champions League und zwar nächste Saison. Erste Saison. Ist natürlich grausam. Irgendwie klar, ich bin HSV-Fan, seit ich klein bin. Mein Vater hat mich damals mitgenommen ins Stadion. Ich liebe diesen Verein. Man leidet seit, ich glaube, ich habe seit 12 Jahre eine Dauerkarte, seit 12 Jahren läuft es einfach überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder... Ich weiß, es ist grausam, es macht einfach keinen Spaß. Man trifft sich mit seinen Leuten, mit seinen Dauerkartenfreunden, man geht da irgendwie gemeinsam hin und dann fängt es an, Pfiff ist scheiße. So, dann macht es keinen Spaß mehr. Bei uns ist wenigstens gute Stimmung am Millantor. Ich bin auch häufig bei euch. Bin häufig, ja. Okay, pass auf. Das sind jetzt zwar die St. Pauli-Fans, aber Kostja, Horst. Horst ist HSV-Fan. Horst. Nur die hier in der Nähe sind die St. Pauli. Horst. Horst, das ist schön. Und Kostja, ich frage... Ja. Wir trinken gleich einen Horst zusammen. Oh ja, Horst freut sich. Stimmt es, dass du möchtest, dass rote Teppiche eher blau, weiß, schwarz sind? Nein, um Gottes Willen. Ah, das war eine Fehlinformation, alles klar. Ich muss aber dazu sagen, ich bin auch Pauli-Fan. Also solange man das sagen kann als HSV-Fan, ich finde es ganz sympathisch, solange es in der zweiten Liga bleiben, ist alles gut. Und der HSV muss in der... Lalala, ich kann dich gar nicht hören. Kostja, eine Frage habe ich noch und zwar fände ich das toll, dich zu sehen. Spielst du mal wieder Theater? Du hast schon zum Beispiel am Ernst Deutsch Theater gespielt. Kommt das mal wieder? Nein. Alles klar. Dann. Ich muss, doch, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin beim Film aufgewachsen. Das ist für mich eine ganz andere Arbeit. Das ist für mich ein anderer Beruf tatsächlich, irgendwie vor der Kamera zu stehen als auf der Bühne. Und vor 8 Jahren hat Isabella Werte-Schütter, die Intendantin vom Ernst Deutsch Theater, mich hier in Hamburg gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal wieder irgendwie auf die Bühne zu kommen und was auszuprobieren. Und ich meinte, ja, wenn es eine kleine Rolle ist, um mich da ranzutasten, sehr gerne. Es war dann leider einer der Hauptrollen und es war ein sehr anstrengendes, sehr, sehr schweres Stück, was ein ganz tolles Stück aber auch war. Und das war aber, wenn man so en suite spielt, also 36 Vorstellungen jeden Tag hintereinander und am Wochenende Doppelvorstellung, ist es dann doch schon sehr anstrengend. Ja? Und dann ging es 3 Stunden, es spielte im Libanon-Krieg, Inzestgeschichte, es war kein einfacher Stoff. Ohne Pause und ja, das war dann, wo ich danach meinte, okay, so lange, ich will erstmal kein Theater mehr spielen. Nach 4 Jahren fragte sie wieder, hey, hast du Lust, Theater zu spielen? Ich sagte, ja, super, super gerne, wieso nicht? Und dann irgendwie hatte ich da vergessen, dass es sehr anstrengend war. Und dann, wie viele Jahre ist das jetzt her? 4 Jahre. Nee, gar nicht, das ist 2 Jahre her. Also ich habe jetzt noch 2 Jahre, dann vergesse ich es wieder und dann komme ich wieder. Ja. Oh, da freue ich mich riesig drauf, da freuen sich noch mehr Leute hier drauf. Und was dir Spaß gemacht hat und das jetzt völlig ohne Überleitung ist, du bist falsch schon gesprungen, das habe ich nämlich auf deinem Facebook-Profil gesehen. Und machst du es wieder? Ich hatte schon Bock. Also ich muss dazu sagen, ich habe Höhenangst, extreme Höhenangst, wirklich.
Und aber irgendwie hatte mein bester Kumpel, hatte das zum Geburtstag geschenkt bekommen und hatte mich gefragt, ob ich mitmache vor einem Jahr. Und ich meinte, klar, in einem Jahr, selbstverständlich bin ich dabei. Vor irgendwie zwei Wochen fragte er mich, dann hast du Bock, jetzt ist soweit. Ich so, ja scheiße, jetzt habe ich ja gesagt, ich bin dabei, okay, wieso nicht? Und es war wirklich der absolute Wahnsinn. Also für alle, die Höhenangst haben, Fallschirmspringen geht. Das geht wirklich. Das ist der absolute Hammer. Der Flug ist scheiße, vor allem wenn man genau an dieser blöden Tür sitzt, wo man rausgucken kann. Das macht überhaupt keinen Spaß. Aber sobald die Tür aufgeht und man rausfällt, das ist auch noch scheiße, ehrlich gesagt. Aber dann macht Spaß. Dieser freie Fall ist ein unglaubliches Gefühl. Das hat nichts mit Achterbahnfahren oder so komischen Kribbeln zu tun. Es ist einfach nur Adrenalin pur und ist der Hammer. Also ich würde es auf jeden Fall nochmal machen, klar. Klingt super. Ich glaube, wir machen es alle nach. Und wir wissen, in zwei Jahren sehen wir dich im Theater ab 26. Januar in mein Blind Date mit dem Leben. Mein Blind Date mit dem Leben. Und gleich sprechen wir uns auch noch. Und Kostja und ich sagen, ja, bis dahin erstmal soweit. Wir geben ab zur Bühne zu Peter und Bettina. Danke. Bettina Tietjen ist bei uns. Wie sieht's denn aus, Bettina? Wir zwei in Tandemsprung. Wie bitte? Um Himmels Willen. Nein, niemals. Also warum? Das geht doch auch gar nicht. Wir können es doch beide nicht. Na, also beim Tandemsprung muss es ja wenigstens einer können. Was. Na gut, also sag mal, also würdest du springen, generell? Nein, nein. Warum auch Höhenangst? Willen, weil das ist ganz schrecklich, ganz schrecklich. Ich habe keine Höhenangst, also ich habe jetzt keine Angst, irgendwo runter zu gucken, aber irgendwo runter zu springen, das ist für mich ganz schrecklich. Also ich springe noch nicht mal vom 1-Meter-Brett ist für mich schon eine Mundprobe. Ja, das kenne ich. Also alles, was höher ist. Und ich habe mal eine ganz schreckliche Geschichte erlebt. Ich musste bei Florian Silbereisen, der hatte mal so eine Sendung mit so einer Schanze. Da mussten die Prominenten so eine Skischanze runterrutschen. Und da wollten die, dass ich das mache auf so einem roten Sofa, so einem improvisierten roten Sofa. Und aber bevor ich überhaupt das proben konnte, wollten sie erstmal gucken, ob ich es überhaupt schaffe, vom Ende der Schanze in dieses Schaumbecken da reinzuspringen. Und das war ungefähr 1 Meter, also mir kam es vor wie 5 Meter. Es waren in Wirklichkeit, glaube ich, nur 1,50 Meter oder 2 Meter. Ich habe 2 Stunden gebraucht, bis ich mich getraut habe, da reinzuspringen. Am Ende waren die so froh, dass die alle geklatscht haben, obwohl es einfach lächerlich war. Aber ich habe mich getraut darunter. Also ich bin in der Beziehung ganz, ganz, ganz schlimm. Also das war für mich eine der schlimmsten Mutproben der letzten 20 Jahre, mit diesem Brettchen da diese Schanze runterzurutschen. Ja, Sie sehen es, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bettina Tietjen schafft es, humorvoll über Ängste zu reden und, das ist jetzt die Wahnsinnsüberleitung, zu etwas wirklich ganz, ganz Tollem, weil es so mutig ist und weil es einen so berührt. Du hast ein Buch geschrieben, letztes Jahr kam es raus, 2015, ja. Erschienen im Pieper Verlag. Unter Tränen gelacht heißt das Buch Mein Vater, die Demenz und ich. Und der Titel sagt es bereits, dein Vater ist gestorben an Demenz, beziehungsweise... Ja. Nee, der ist nicht an Demenz, gestorben, aber er war Demenz. Genau, das sind mit diesem Buch 2 Jahre und 7 Monate, ganz besondere 2 Jahre und 7 Monate in deinem Leben gewesen, die du mit deinem Vater verbracht hast. Genau, mein Vater ist ja ein schleichender Prozess. Er ist mit über 80, fing er an, merkwürdig zu werden. Und irgendwann haben wir begriffen, dass es sich um Demenz handelt. Und dann wurde es halt immer schlimmer. Und meine Schwester, die nebenan wohnte, hatte schon Probleme, sich um ihn alleine zu kümmern. Also es ist natürlich... Es war nach wie vor in Wuppertal, ne? Oder? Wuppertal, genau. Ja, Wuppertal, er war sein ganzes Leben in Wuppertal verbracht. Und er wurde dann aber, es wurde so schwierig mit der Betreuung, weil er auch immer weggelaufen ist und weggefahren ist und auch mal gestürzt ist und es war nachts aufgestanden ist. Also meine Schwester war so angestrengt und wirklich auch überfordert mit der ganzen Geschichte, dass wir irgendwann beschlossen haben, wir versuchen es anders zu lösen. Und dann habe ich ein tolles Heim gefunden, bei mir in der Nähe in Hamburg, und habe ihn dahin geholt. Und da war er dann gut 2,5 Jahre auf dem Demenzwohnbereich, und da bin ich halt sehr nah an ihn rangerückt. Wir haben uns noch mal ganz neu kennengelernt, mein Vater und ich. Das war eigentlich eine sehr schöne, sehr intensive Zeit, die ich auch, wir haben auch sehr viel zusammen gelacht, weil du es gerade gesagt hast. Also ich finde, mit Humor sind viele Dinge sowieso immer leichter zu ertragen, und das galt auch für diese Demenz. Also und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, ich muss das eigentlich mal aufschreiben, weil vielen Menschen geht es wahrscheinlich genauso, und ich glaube, viele trauen sich gar nicht, erstens darüber zu sprechen und zweitens auch zu sagen, ja, ich muss auch einfach manchmal lachen. Und das darf ich auch zulassen, denn dann ist es leichter zu ertragen. War es denn eigentlich in den Momenten noch
für dich der Vater, es war ja nicht mehr eben der Vater, den du von früher kanntest. Da muss man doch eigentlich eine komplett neue Beziehung aufbauen zu den Menschen. Nee, das würde ich nicht sagen. Also es war schon noch der Vater, den ich von früher kannte, aber nur noch in Teilen. Also er hat sich einfach so, sein Bewusstseinszustand hat sich verändert und es kamen neue Seiten von ihm zum Vorschein, die ich gar nicht so kannte. Er war auf einmal so emotional. Mein Vater war vorher ein sehr verstandeskontrollierter Mensch, der sich auch vieles selbst versagt hat, weil er so sehr fromm war und auch natürlich schwere Probleme mit seinen Kriegserlebnissen hatte. Und er ist durch die Demenz so, ich sage mal, je mehr der Verstand sich verabschiedet hat, desto gefühlvoller und echter wurde mein Vater. Der hat so viel gelacht, der hat geweint, der war so unmittelbar, auch in seinem Verhältnis mir gegenüber und meiner Schwester gegenüber. Das hat, glaube ich, ihm und uns sehr gut getan, dass wir diese Seite von ihm am Ende seines Lebens noch kennengelernt haben. Man liest immer wieder in Rezensionen und hat das auch selbst im Gefühl, wenn man es liest, es macht Mut, es ist zum Heulen schön, so blöd das klingt. Also man lacht, man weint, man ist irgendwie mit dir, es ist wahnsinnig persönlich. Und wie gesagt, aber trotzdem bleibt es immer noch dieser Hoffnungsschimmer. Wie hat denn dich deine Familie durch diese 2,5 Jahre begleitet? Also mein Mann und meine beiden Kinder, ja, die haben das ganz gut, also die haben das akzeptiert, die mochten den Opa ja auch, meine Kinder und mein Mann, mein Mann kannte meinen Vater ja nun auch schon über 20 Jahre und die haben das mitgetragen, also sonst hätte ich das gar nicht machen können. Ich habe natürlich dann viel Zeit mit meinem Vater verbracht, die ich sonst vielleicht mit meinen Kindern und meinem Mann verbracht hätte und habe dann gesagt auch zu meinen Kindern, der Opa braucht mich jetzt einfach, der wird wahrscheinlich nicht mehr so lange leben. Und da müsst ihr einfach Verständnis für haben. Und meine Kinder haben aber auch sich mit dem Opa selbst sehr intensiv beschäftigt. Also die haben sich da auch drauf eingelassen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du einfach auf Augenhöhe dem dementen Menschen begegnest. Du weißt ja gar nicht genau, wo ist der gerade, wie geht's dem, was möchte der. Aber wenn du dir die Zeit nimmst zu sagen, wir setzen uns einfach mal ganz in Ruhe hin und gucken mal. So meine Tochter hat zum Beispiel mit ihm gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt. Mein Vater hat ja früher nie ferngesehen. Und dann meinte sie, also ich habe einfach mal das angemacht, sie wollte es natürlich gucken, ne? Ich habe es einfach mal angemacht und habe mit Opa so geguckt und dann habe ich gesagt, Opa, sollen wir das wieder ausmachen oder möchtest du das weitergucken? Und dann hat er gesagt, weitergucken. Weißt du, das waren so, man muss einfach mal gucken, wie gefällt es ihm, wie ist er gerade drauf? Und dann habe ich das auch immer gemacht. Bringt neue Impulse ins Leben und deswegen kann man das wirklich nur empfehlen. Ich sag es nochmal, unter Tränen gelacht, mein Vater, die Demenz und ich, im Piper Verlag erschienen, von Bettina Tietjen geschrieben. Ich bin nicht Barbara Schöneberger. Nee, es ist nicht Barbara Schöneberger. Aber die Bettina Tietjen. Bettina Tietjen, mein Gott, ich hatte Rum, ich hatte Weißwein, ich hatte einen Horst. Was will man denn noch also von Hubertus, dir? Also Hubertus. Wirklich, Hubertus. Ich bin enttäuscht von dir. Ja, Hubertus. So. Achso, trinkt ihr auch? Ich glaube, wir machen doch den Tandemsprung, wir beide. So, ja. Noch so einen Rum und no, dann... No. Nehmen wir gleich. Deine Familie, dein Vater. Ja, mein war Vater. War ja das Heim in Harburg, glaube ich, ne? In Hamburg. Du wohnst in Hamburg-Harburg. Ich wohne in Hamburg-Harburg und ich möchte auch hier mal wieder eine Lanze für Hamburg-Harburg brechen. Viele Menschen denken, ja, es gehört gar nicht mehr zu Hamburg, aber doch, es ist ein Stadtteil von Hamburg, ja, und er ist auch sehr schön. Er hat sehr schöne Seiten, jawohl. Ja. Viel Wald, einen sehr schönen Binnenhafen, schöne Restaurants, also... Du kennst deinen Mann über ein Vierteljahrhundert und... mein Mann, ja. Dein der Mann, ist ja Harburger. Deswegen bin ich ja nur in Harburg gelandet. Und war der dann, als die Kinder kamen, eigentlich zu Hause? Wie muss man sich daraus vorstellen? Wie war die Aufteilung zwischen euch beiden? Entschuldigung, Peter, ich muss jetzt lachen. Ja, also ich musste die ganze Zeit an den Tandemsprung denken, weil ich immer überlege, wer wohl hinten und wer hinten und wer vorne wäre von uns. Also die Aufteilung war so, dass mein Mann, wir haben uns irgendwann entschieden, dass er, einer haben wir gesagt, muss ja sich um die Kinder kümmern und da ich sehr gut beruflich gerade so gesettelt war und bei ihm war das so ein bisschen schwierig, hat er gesagt, ich kann das ja mal versuchen. Da habe ich gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir es ausprobiert und es hat so gut funktioniert, dass wir es einfach dabei belassen haben und uns und den Kindern hat das sehr gut getan. Also ich finde, das war eine tolle Entscheidung. Ich kann das nur immer empfehlen. Es sind leider sehr wenige, immer noch sehr wenige Paare, die das so machen, dass einfach der Mann mal zu Hause bleibt und die Rolle übernimmt, die Frau ja in unserer Gesellschaft jahrzehntelang hatte, jahrhundertelang eigentlich. Und das machen leider so wenige. Es hat natürlich auch mit der Gehaltssituation zu tun. Ne? Dass leider viele Frauen einfach für dieselbe Tätigkeit viel schlechter bezahlt werden. Das ist doch scheiße. Das muss sich ändern. Ja. Und zwar schnellstens.
Ich finde ja auch, ich sage immer, ich finde Väter sind die cooleren Mütter. Also bei meinem Mann habe ich das immer erlebt. Der, also es war nicht so dieses Gluckige, dieses, ich muss alles für alles zuständig sein, ich muss die perfekte Mutter sein. Mein Mann ist ganz entspannt auf den Spielplatz gegangen, hat nie irgendwas mitgenommen, weil er wusste ja, die Mütter haben Feuchttücher, die haben Äpfelchen geschnitten, die haben Möhrchen geschnitten, die haben alles, was man Plätzchen, alles, was man braucht. Und er wurde immer von denen versorgt und konnte Zeitung lesen nebenbei. Väter dieser Nation, es ist so einfach, einfach bei Bettina Tietjen mal mehr erfragen einfach. Gehört sie. So, du brichst gerne mal eine Lanze für Harburg, das haben wir gerade schon gehört. Sehr gerne. Und ich habe irgendwo in den Unweiten des Internets gelesen, dass du das Lied Champs-Élysées umgetextet hast. Nee, das war nicht ich, das waren unsere Freunde. Wo, das weißt du das denn? Tja, das nennt man Vorbereitung. Das war. Ja. Naja. Ja, das ja. war zu unserem, also wir haben, mein Mann und ich und noch ein Freund von uns, haben unseren 50. Geburtstag gefeiert auf der Soltendern. Kennt ihr, ist das bekannt? Das ist ja, dieser ehemalige Helgoland-Dampfer. Der liegt ja mittlerweile hier im Museumshafen, lag aber sehr lange in Harburg. Und wir haben den gechartert zu unserem 50. und haben lauter Freunde eingeladen und sind dann die Elbe hochgeschippert bis nach Wedel da. Und es war Wedel, glaube ich, habe ich auch gelesen. Herrlich, im die Sonne ging unter, also es hätte schöner nicht sein können. Und unsere Freunde haben, wir machen das immer so im Freundeskreis, wir überlegen uns irgendwas zum 50. Ne? Wir werden ja immer mehr Leute 50, ne? So ist es ja nun mal. Und die haben halt Champs-Élysées umgetextet. Wie klang das denn? Oh, Harburg ist schön. Wie klang das denn? Oh, Harburg ist schön. Oh, Harburg ist schön. Den weiteren Text weiß ich leider nicht mehr. Bettina Tietjen singt bei Talk Dot, meine sehr verehrten Damen, ein wunderbarer Gast. Mein Gott, wir gehen Tandem springen. Bettina Tietjen! Ich darf dich jetzt aus diesem Sessel nach oben bitten. Vergiss dein Mobiltelefon nicht. Aber was wir für Bärchen sind wir beide. Ich darf dich nach unten bitten zu meiner Kollegin Astrid und zu den anderen Talkgästen. Achtung, hier gibt es eine Stufe. Ich nehme das mit hier mit der Stufe. Ja, das nimmst du nicht mit. Nö. Genau. Vielen Dank. Schön, dass wir dich jetzt bei uns haben. Es ist niemand verloren gegangen, es sind alle noch da. Kleiner Insider, guck die letzte Sendung an. Wir haben jetzt, ein paar Leute sind hier, die waren das letzte Mal auch da. Wir haben jetzt, was mich wirklich beeindruckt hat, diese Sendung, zwei Schnaps-Kreateure. Schnapsdrosseln? Nein, wir haben vier Schnapsdrosseln als Gäste, aber nur zwei Schnaps-Kreateure. In Anführungszeichen Fabrikanten. Und eigentlich wäre jetzt meine Frage an Bettina und an Kostja, was würdet ihr für einen Schnaps kreieren? Bettina, hättest du eine Idee, spontan deinen eigenen Schnaps zu kreieren und wie würde der heißen? Ach du meine Güte, ich habe ja mit Schnaps eigentlich gar nichts am Hut. Dieser eine rum, der hat mich schon so zugesetzt. So, ja. Also, wie würde... Ja, irgendwas mit Harburg, würde ich sagen. Ne? Also vielleicht so Binnendrossel. Binnenhafendrossel. Das wäre doch ein schöner Name. Binnenhafendrossel. Ja, da müsste auf jeden Fall kein Rum drin sein. Also ich bin eher so der Grappa-Typ. Grappa und noch ein bisschen was Fruchtiges. Grappa, Frucht und mit ohne Rum. Kostja, hast du eine Idee? Ich habe tatsächlich für meinen letzten Film, also für den Mind Blind Date mit dem Leben, einen Cocktail mixen dürfen, Long Island Iced Tea. Und das ist, glaube ich, so das Härteste, was es gibt. Da tust du dir einfach alle hellen, also Wodka, Gin, Rum, was ist da noch, Tequila und Triple Sec und ein Hauch Cola tust du da rein und das war's schon. Also das ist wirklich der Hammer. Und ich, das war's schon. Statt Cola würde ich dann einfach Mango-Lassi reinmachen, dann hast du die indische Note drin und das wäre dann Long Island Mumbai zum Beispiel oder sowas. Tine, war das richtig mit den Zutaten? Ich meine ja, ich glaube bei uns kommt auch noch ein kleiner Dash O-Saft rein, aber das macht ja jeder auch mal ein bisschen anders. Also. Richtig, ja. Genau, und dann auch noch von der Orange dann so die Haut abnehmen und dann so ein bisschen so zwirbeln und das so raus, die Zeste. Danke, vielen Dank. Ja, der Film ist schon ein bisschen länger her.
Ich weiß es nicht mehr. Ich hab ein zu viel davon getrunken, ehrlich gesagt. Ja. Wenn wir jetzt bei Trunkenheit sind, ach, schön finde ich auch immer, wie man so unter Alkoholeinfluss reagiert oder was sind so die besten Erlebnisse. Also Peter zum Beispiel, der räumt auf, wenn der betrunken ist. Das weiß ich. Der hat Gäste zu Besuch, ist sturzbetrunken und fängt an aufzuräumen, kommt den nächsten Morgen in die Küche und denkt, boah, sieht ja gut aus. Und bei mir ist es eher so, dass ich dann vielleicht auch mal irgendwo anrufe und sage, ich sei so verliebt oder so irgendwas. Also eher die peinliche Note. Was habt ihr für Erlebnisse? Lars zum Beispiel. Was habe ich für Erlebnisse? Mein prägendstes Erlebnis ist, zweimal im Jahr haben wir eine Veranstaltung. Kostja kommt nächstes Mal. Schnaps für Kinder. Wir sammeln Geld. Schnaps für Kinder heißt das. Jetzt kommt das wahre Gesicht. Ich wollte vermeiden, dass Kostja dafür Werbung macht. Das ist keine öffentliche Veranstaltung. Einfach ein paar Freunde und wir trinken uns um den Verstand, sammeln Geld ein. Tine war auch schon ein paar Mal da und Bettina kommt natürlich auch demnächst. Und dann sammeln wir Geld für Mensch Hamburg. MenschHamburg.de, da kann man nichts über Schnaps für Kinder erfahren. Das ist ein sehr heimlicher Club, aber da kann man Welttrinkgeldtag, Moin Moin Refugees und so weiter einiges erfahren. Genau, ein eingetragener Verein, der Gutes tut, aber das Ganze eben verbunden mit Spaß. Zum Beispiel gab es da dieses Jahr das zweite Kamelrennen oder Weltkamelrennen oder was habt ihr da gemacht? Nein, das ist die Hamburger Meisterschaft im Kamelrennen-Derby auf dem Dom. Dieses Spiel mit den Kugeln und Uli Pingel, der Moderator von Hamburg 1. Okay, Kostja wird der dritte Hamburger Meister im Kamelrennen-Derby. Kostja und ich werden uns in diesem Jahr, also in 2017, sehr häufig sehen, denke ich. Ich bin so froh. Kostja, hast du Erlebnisse, wenn du betrunken bist? Oder wie bist du, wenn du betrunken bist? Ich springe Fallschirm, tatsächlich. Davor hast du getrunken? Echt? Du musst übrigens sagen, dass Bettina hat ja gerade gefragt, wer vorne und wer hinten war, tatsächlich. Ich war vorne und der hinter mir war doppelt so groß wie Lars. Also das war einfach ein Riesenberg. Das heißt, er ist für sich gefühlt alleine gesprungen und ich hatte einfach so einen 300-Kilo-Klotz hinter mir, der mich runtergedrückt hat. Aber das war schon ein Erlebnis. Ich würde die Frage jetzt gerne erweitern. Nicht nur das alkoholische Erlebnis, sondern auch, welche Mutprobe würde man mal machen? Ich bin mal Bungee gejumpt. Ich würde es nicht wieder machen, fand es aber auch spektakulär. Ich war 24 Stunden high. Also Tine, welches wäre deine Mutprobe und wie bist du unter Alkoholeinfluss? Oh Gott. Also, meine Mutprobe ist tatsächlich immer noch solche Sachen wie hier zu machen. Ja, weil trotzdem nach mittlerweile 10, 12 Jahren in dem Geschäft ist das immer noch was, wo ich manchmal denke, hoffentlich geht das gut. Ne? Da lasse ich den Schnaps vorher auch weg, für alle Fälle. Und Alkohol, also einer meiner Texte ist tatsächlich mit einem Kater entstanden, der sich gewaschen hatte. Es geht ungefähr so am nächsten Tag. Der Schädel brummt, Gehörgang summt, die Augen rot und ich bin tot. Die Börse leer, der Gang so schwer, im Rock ein Loch, wohl weil ich kroch. Das ist der Morgen danach, halt meinen Kater in Schach, schwor's zuvor 100-fach und bin mir jetzt sicher wie nie, ich hab Alkoholallergie. Tresen-Lyrics bei Tine Wittler. Vielen Dank. Bleib bei Tina, uns ist bekannt, du feierst gerne. Ja, ich feiere sehr gerne, ich vertrage auch sehr viel. Und das ist so. Das Geheimnis ist natürlich, man darf niemals Wein oder Sekt oder Champagner mit Schnaps kombinieren. Also das ist tödlich. Also das mache ich nie. Ich trinke immer Wein und Wasser im Wechsel und dann kann ich unendlich viel trinken. Und wenn ich merke, dass es schwierig wird mit der Sprache, dann gehe ich. Weil ich hasse es, die Kontrolle zu verlieren. Also so mich so, weißt du, was ich das Gefühl habe, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich rede und was ich, das mag ich überhaupt nicht. Also entweder ich werde müde und schlafe irgendwo ein, lege ich mich in die Ecke und schlafe, oder mir wird schlecht. Und das möchtet ihr nicht wissen, wie das dann aussieht. Also insofern... Ich bin total gespannt, weil es heißt ja nicht Wein für Kinder, sondern es heißt Schnaps für Kinder. Nee, das geht nicht. Also Schnaps ist einfach nicht, also nee, Lars, also so lieb ich dich habe, aber das machen wir nicht. Und was war die andere Frage?
vielleicht kann man sich freikaufen. Was deine persönliche Mutprobe wäre? Ja, das habe ich ja eigentlich schon gesagt, das Springen. Also die schlimmste Mutprobe, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, war das aus 1,50 Meter in dieses Schaumbett zu springen bei Florian Silbereisen. Und ich würde wahnsinnig gerne mal, also ich würde es gerne machen, dieses Fallschirmspringen, weil ich mir das einfach toll vorstelle. Oder auch mit so einem Paraglider. Aber ich würde es nicht über mich bringen. Meine Kinder haben schon so gelitten, wenn ich im Urlaub auf so einem kleinen Felsen stand, war so einem lächerlichen Felsen, wo alle 100 Mal runtergesprungen sind. Ich stand dann immer so 2 Schritte vor. Nee, ich mach's doch nicht. Wieder zwei Schritte vor. Es ist furchtbar. Also ja, vielleicht mache ich das, wenn ich genug Schnaps-Intus habe. Ja, wir alle treffen uns zum Schnaps für Kinder. Wir alle haben noch viele Mutproben vor uns und ihr könnt darüber jetzt weiter diskutieren. Denn auf der Bühne ist unser Musik-Act und ich bin ganz froh, da steht nämlich Peter mit der Kapelle Herrenweide. Sönke Tonga, Svenda Christian, Jakob Kompis, Bass, da ist er, und den Thomas Volkmann, sie zusammen sind die Kapelle Herrenweide. Und Ralf, das ist ein interessanter Name, wie kam der? Ralf, haben deine Eltern dich nicht so genannt? Ja, ich heiße Herrenweide. Nein, das ist tatsächlich eine Straße hier auf St. Pauli und nach der haben wir uns benannt. Das ist so profan wie genial. Es ist absolut genial. Man sieht es übrigens auch auf talk.de. Da haben wir einen wunderbaren Clip gedreht. Das ist ja. Sönke, ich denke bei Kapelle Herrenweide immer an Humper. Was ist eure Musikrichtung? Unsere Musikrichtung ist eine sehr, sehr gute. Wir selbst nennen es... Du hattest auch rum, ne? Ja, riechst du das? Ich auch. Nein, es ist so. Es fühlt sich so gut an mit dir. Ich glaube, das ja immer. Aber bei dir müsste ich näher rangehen, um das zu... Ja, ein bisschen rum auch. Es war zum Teil mit Cola und Limette. Ja, Limette ist der Duft. Was war die Frage? Also die Musikrichtung, weil ich immer an Humper denke. Ach so, richtig. Wir selbst nennen es Hamburger Tanzschule und das haben wir damals beschlossen, weil wir dachten, bevor irgendein Journalist dem einen völlig bescheuerten Titel gibt, machen wir es lieber selbst. Das ist gut. Hat geklappt. Und das Tolle ist, die Kapelle Herrenweide wird am 8. Januar zusammen mit Caro... Möp. Was? Siebter. Tja, die Kapelle Herrenweide, es liegt am Rum, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird am 7. Januar, natürlich am 7. Januar, mit Caro Fontana hier im Cocoon auf... Nein, mit Krach. Ich mach das mal kurz. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Woher hast du deine Informationen? Wird am 7. Januar, ich war auf eurer Homepage, Leute, am 7. Januar das hättest du lassen sollen. Krach im Cocoon spielen. Krach, 7. Januar... Vergesst alles, was ihr darüber gehört habt. So. Das habe ich ja so mehr schlecht als recht geschafft. Aber ihr spielt jetzt schon Elend und Verschwendung, oder nicht? Nee, doch. Ja, wir denken drüber nach. Egal, spielt doch, was ihr wollt. Die Kapelle Herrenweide mit Elend und Verschwendung. Und vorher sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das Wahnsinn ist Kindermord, das Wahnsinn sind das wir, die Propheten. Nur am Scheitern und ist nicht mal mehr will. Denn jetzt wird hemmungslos geächtet, genau vor meiner Tür. Niemand hat mit uns gerechnet, doch wir stehen hier in Elend, Elend, Verschwendung, Verschwendung. In Elend, Elend, Verschwendung, Verschwendung. Das ist Elend, Elend, Verschwendung, Verschwendung. In Elend, Elend, Verschwendung. Stand und hochhören, um die Felsen steuern wir. Mit der Galeere in die Leere, im Rhythmus ihrer Gier. Ich spür mich ab wie eine Hure, die feierlose Pocken sucht. Wer mich opfern kann, muss fügen, zwecklos hab ich so versucht. Keine Zähne, Zähne!
Weppa! Mein Schloss ist auch nur ein großes Zelt. Alles war immer schon so groß. Die Verachtung eurer Welt und mein Kopf auf deinem Schoß. Denn die Versuchung war so riesen und am größer war mein Fall. Von jedem Mann konnte die Kraft, rief ich die Herrlichkeit verquälen. Dankeschön. Bis zum 7. Januar. Schön.